Liebe Nutzerinnen, herzlich willkommen hier zur Online-Podiumsdiskussion Wie geht Fahrradland 2025 des ADFC und der Allianz Mobilitätswende für Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Besinger, ich bin Redakteur beim Südwestrundfunk und ich darf Sie die nächsten 90 Minuten hier begleiten und durch die Diskussion führen. Zunächst einige technische Hinweise. Ich bitte Sie, an den Geräten Ihre Mikrofone stumm zu schalten. Fragen an die Runde nehmen wir gerne entgegen, und zwar in der Chat-Funktion des Podiums. Und später werden wir dir dann in die Diskussion eingeben und zur Diskussion stellen. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, und ich werde da immer ein halbes Auge auf den Chat haben und dann schauen wir mal, dass das sozusagen alles funktioniert. Ja, niemals ist es deutlicher geworden als vorgestern. In 9 Jahren könnte der Anstieg der globalen Mitteltemperatur 1,5 Grad überschreiten, prognostiziert der Weltklimarat. Und damit warnt er auch vor nie erreichten extremen Wetterereignissen. Eines haben wir ja alle noch im Kopf. Dieser Trend der globalen Erwärmung lässt sich nur verlangsamen, wenn man sofort handelt. Und ein Beitrag zur Reduzierung der Erderwärmung könnte oder wird die Mobilitätswende sein, hin zu erneuerbaren und nachhaltigen Fortbewegungsmitteln. Bis zum Jahr 2030 soll Deutschland ein Fahrradland werden. Zumindest so sieht es der nationale Radverkehrsplan 3.0 des Bundesverkehrsministeriums vor. Und wie die Verkehrswende gelingen kann und was ein Fahrradland ausmacht und welche Maßnahmen in der Bundespolitik vor allen Dingen auch dafür nötig sind, darüber wollen wir heute sprechen. Und dazu begrüße ich folgende Gäste: Frau Rita Schwarzenegger-Sutter. Sie haben Wirtschaftswissenschaften in Freiburg und Zürich studiert und sind seit 94 Mitglied der SPD. Ihr Wahlkreis ist in Waldshut. Und Sie sind seit 2005 schon im Bundestag und seit 2013 auch parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Auch ein wichtiges Thema. Herzlich willkommen. Herr Cipelius, Sie haben Rechts- und Politikwissenschaften studiert, sind seit 2016 Mitglied im Gemeinderat in Weingarten und CDU-Mitglied und seit 2019 auch Mitglied im Kreistag. Und Sie kandidieren jetzt für den Wahlkreis Karlsruhe-Land und wollen dort das Bundestagsmandat gewinnen. Und Sie sagen über sich selbst, Mobilität, Mittelstand und Handwerk sind Ihre Kernthemen, sind der Fokus Ihrer politischen Arbeit. Auch Ihnen herzlich willkommen. Frau Zülke ist in der Runde, seit 11 Jahren Landesvorsitzende des ADFC. Davor war sie 10 Jahre Vorsitzende des ADFC Stuttgart. Und Sie sind Agraringenieurin, zumindest einer Ausbildung nach, und haben viele Jahre an der Uni Hohenheim gearbeitet. Auch schön, dass Sie da sind. Ja, und Guten last but not Abend. least, guten Abend. Last but not least, Matthias Gastel. Sie haben mal Altenpflege gelernt und Sozialpädagogik studiert in Reutlingen und sind jetzt seit 2013 schon im Bundestag, und zwar für Bündnis 90 Die Grünen. Denen gehören Sie seit 1989 an. Auch sehr schön, dass Sie da sind in der Runde. Und damit wäre das Podium schon komplett. Und Herr Gastel, Sie habe ich als letztes genannt, aber Sie frage ich als erstes: Was für ein Fahrrad fahren Sie eigentlich? Ich fahre ein Velotraum. Das ist ein Hersteller in Walderstadt, Landkreis Böblingen, also regional und sehr individuell zusammengebaut. Ich fahre sehr viel Fahrrad und deswegen ist mir das wichtig, dass alles passt und dass jedes Einzelteil bewusst ausgewählt wurde. Ich komme auch jetzt gerade von einer zweitägigen Radtour aus dem Schwarzwald zurück und habe das Fahrrad nochmal gut ertesten können. Ansonsten bin ich aber eher Alltagsradler und weniger jemand, der touristisch mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und hatten Sie Platten unterwegs oder hat alles gehalten? Ich habe natürlich unkaputtbare Reifen. Ah, sehr gut. Das hilft auf jeden Fall. Das Herr hilft auf Cipelius, jeden Fall. Also ich hatte schon sehr, sehr lange, obwohl ich sehr viel fahre, keinen Platten mehr. Ich habe auch gar kein Flickzeug mehr, weil das immer eintrocknet. Ja, das sind gute Nachrichten. Herr Cipelius, wann sind Sie denn das letzte Mal auf dem Rad so richtig ins Schwitzen gekommen, so wie Herr Gastel jetzt die letzten 2 Tage? Das war vor 2 Wochen, also das richtige Schwitzen, als ich sagen, vor, oje. Sind Sie noch da? Jetzt wieder. Ah, sehr gut. Das Okay. tut mir sehr leid. In dem Moment, wo ich antworten wollte, waren alle gefroren. Also, ich fange nochmal Wir sind an. so gespannt auf Ihre Antwort, deswegen. Entschuldigen Sie. Ja, also was Sie gefragt haben, richtig ins Schwitzen, das war vor 2 Wochen, war ich eingeladen bei einem guten Freund zum Grillen und sein Grundstück befindet sich in den Hügeln meiner Heimatgemeinde, bin ich mit dem Fahrrad hin und das hatte es dann schon in sich. Also mein Heimatort Weingarten, wie es der Name schon sagt, auch geprägt von Weinbergen und
die letzten Meter waren dann auch ganz kernig, wenn man das so sagen kann. Zurück war es einfach. Das Kraichgau darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Genau. Frau Schwarzelier-Sutter, Sie wohnen ja nahe der Schweizer Grenze. Da gibt es ja auch richtig Berge, nicht so ein bisschen Hügel wie bei uns. Welche Synonyme fürs Fahrrad kennen Sie denn, außer jetzt Drahtesel? Was sagen denn die Schweizer? Velo. In der Schweiz ist es das Velo. Und das ist einfach, das gehört mit zur Mobilität dazu, selbstverständlich. Dann gibt es ja in der Schweiz so, beim Militär haben sie, klar, fängt da schon so an, so ein Militär-Velo. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Fahrradkultur. Ich habe ein ganz normales Fahrrad zu Hause und ein aussortiertes aus einem Fahrradverleih, das ich mir günstig gekauft habe in Berlin, um in Berlin die Wege zurückzulegen. Hauptsache es fährt, gell? Genau. Frau Zülke, eines weiß ich genau, deswegen stelle ich Ihnen diese Frage gleich. Mit Ihrem Rad sind Sie auf jeder Party willkommen. Warum ist das so? Sie sind noch stumm, Frau Zülke. Sie meinen ein bestimmtes meiner Räder. Ich muss ja zugeben, ich habe mehrere Fahrräder zu jedem Einsatzzweck eins, aber ich habe unter anderem ein Lastenrad, wo locker 20 Kisten Bier drauf passen. Das ist eigentlich dazu da, um einen Mensch im Rollstuhl zu transportieren. Aber komischerweise, wenn ich ohne meine Tochter unterwegs bin, haben die meisten Leute die Assoziation, wie viele Kisten Bier da wohl drauf passen. Auf jeden Fall sehr nützlich, so oder so, genau, was das Fahrrad alles kann. Ja. Da sind wir schon mitten im Thema. Zu gemütlich wollen wir uns nämlich heute nicht machen. Die derzeitige Situation für Fahrradfahrer ist ja noch ausbaufähig, vor allem wenn wir das ehrgeizige Ziel bis zum Jahr 2030 Fahrradland werden betrachten. Das ist ja schon bald und da ist ja noch einiges zu tun. Der ADFC hat sich Gedanken gemacht und einige Forderungen erarbeitet und die stellt uns jetzt Kathleen Lummer vor. Vorsitzende, Landesgeschäftsführerin des ADFC Baden-Württemberg. Und die darf ich jetzt bitten, sozusagen die Präsentation zu starten. Und dann bin ich schon ganz gespannt auf die Dinge, über die wir nachher auch trefflich diskutieren können. Genau. Dann teile ich kurz meinen Bildschirm und ich hoffe, Sie können jetzt eine Präsentation sehen. Wunderbar. Und genau. Jetzt läuft sie hoffentlich auch. Ja, also vielleicht ein kurzes Wort. Wir sind heute nicht als ADFC allein unterwegs, sondern wir verbünden uns auch gern mit anderen Partnern, um unseren Forderungen mehr Druck zu verleihen. Und wir sind seit über einem Jahr mit vielen Partnern in der Allianz für Mobilitätswende in Baden-Württemberg verbündet. Das ist eine sehr breite Allianz von Umweltverbänden, verkehrspolitischen Verbänden, Gewerkschaften und kirchlichen Institutionen, aber auch vielen Einzelpersonen. Und gemeinsam fordern wir eine Verkehrspolitik, die die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad ermöglicht. Sie sehen hier jetzt kurz unsere Forderungen und auf eine wollen wir natürlich heute ganz besonders eingehen, nämlich auf mehr Radverkehr. Denn die aktuelle Situation ist so, dass der Verkehr in Deutschland bisher am wenigsten, um ehrlich zu sein, gar nichts beiträgt zur Reduktion der Treibhausgase und damit zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs. Daher braucht es in der nächsten Legislaturperiode, Herr Bissinger hat es gerade schon gesagt, bis 2030 braucht es extreme Anstrengungen, um eben dieses Klimaziel, dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Ansonsten gehen wir einfach über diesen Point of No Return zurück und wissen ehrlich gesagt nicht wirklich, was uns da an Katastrophen denn ereilt. Deswegen braucht es jetzt unserer Meinung nach eine Mobilitätswende mit dem Fahrrad als sichere Bank der Nahmobilität. Wir sind auch der Meinung, dass gerade im Verkehrsbereich Verbesserungen zum Schutz des Klimas im Vergleich deutlich einfacher erreichbar sind als in anderen Bereichen. Ich habe ein paar Fakten mitgebracht. Ich hoffe, Sie können die alle gut sehen. 3/5 aller Wege in Baden-Württemberg, und zwar im urbanen wie auch im ländlichen Raum, sind unter 5 Kilometer lang oder man müsste vielleicht sagen kurz. Das sind ideale Rad- und Fußstrecken. Und dennoch steigt jeder Vierte bei einer Strecke von unter 2 Kilometern ins Auto. Also das ist so der Klassiker, 2 Kilometer zum Bäcker statt zu Fuß oder mit dem Rad wird eben jeder Vierte dazu ins Auto steigen.
Auf Strecken zwischen 2 und 5 Kilometer ist es sogar jeder zweite, beziehungsweise mehr als jeder zweite Mensch in Baden-Württemberg, der für solche kurzen Strecken das Auto nutzt. Das heißt also, das Potenzial für den Radverkehr ist groß, denn es scheitert nicht daran, dass die Strecken einfach zu weit sind, um das Fahrrad zu nutzen. Wir wissen auch, dass 60% der Menschen am Radfahren interessiert sind und gern häufiger Radfahren möchten. Also auch hier ist das Potenzial riesig. Also wir haben keine ablehnende Gesellschaft dem Radverkehr gegenüberstehen. Und es ist wissenschaftlich belegt, das sind diese drei kleinen Folien auf der drei kleinen Darstellungen auf der rechten Seite. Es gibt verschiedene Studien aus einzelnen Städten, gerade frisch eine Studie aus Berlin dazugekommen. Der Einzelhandel profitiert vom Radverkehr, denn Radfahrende kaufen häufiger vor Ort ein und geben so insgesamt mehr aus. Aber der Einzelhandel schätzt das total falsch ein. Also die schätzen in der Regel das Ausgabeverhalten von Autofahrenden deutlich höher ein und das von Fußgängern und Radfahrenden deutlich geringer. Also das heißt auch, der Handel profitiert vom Radverkehr und es gibt eigentlich kein Argument, warum nicht mehr Radverkehr in Städten und Kommunen gewagt werden sollte. Übrigens, auf einen Parkplatz, ganz logisch, passt ein Auto mit heute leider in der Regel nur noch eine Person. Gleichzeitig könnten dort bis zu 12 Fahrräder parken. Das wären dann 12 Leute in einem Geschäft und nicht mehr nur diese eine Person, die ins Auto passt. Also deutlich höheres Kundenpotenzial. Es spricht also vieles eigentlich für den Radverkehr, aber was fehlt, ist die passende, sichere und durchgängige Infrastruktur. Und auch unsere Kommunen und Städte müssten nach dem Prinzip der kurzen Wege konzipiert und gebaut werden, damit eben Menschen auch wirklich das Rad als Alltagsverkehrsmittel nutzen können und eben diese kurzen Wege, die ich beschrieben habe, tatsächlich aktiv mobil zurücklegen könnten. Der Umbau des Verkehrssystems und unserer Städte ist kein Hexenwerk, denn es braucht in der Regel keinen Neubau von Radwegen, sondern wir können bereits vorhandene Verkehrswege umwidmen und sollten dies auch tun, um nicht noch weitere Flächen zu versiegeln und die lebenswerte Kommune mit der Nahversorgung und einem starken Einzelhandel ist auch nicht unerreichbar. Viele Städte haben gezeigt, wenn man Parkplätze in Parks umwandelt, wird die Stadt so attraktiv, dass die Leute gerne vor Ort einkaufen, vor Ort sich bewegen und in ihrem Wohnumfeld deutlich stärker unterwegs sind. Um das alles zu erreichen, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Die nächste Bundesregierung muss die Weichen für eine Mobilitätswende stellen, mit dem Fahrrad im Mittelpunkt und vor allen Dingen eben sofort auch Maßnahmen ergreifen, damit diese Mobilitätswende eingeläutet werden kann. Dazu braucht es gesetzlich Vorfahrt für den Radverkehr. Das heißt, wir brauchen einheitliche, moderne Qualitätsstandards, damit Radwege nicht mehr nur handtuchbreit sind. Wir brauchen eine Vereinfachung von gesetzlichen Regelungen, damit Kommunen nicht mehr in der Pflicht sind, zu begründen mit Verletzten und Toten, warum ein Radweg sinnvoll ist. Wir brauchen den Schutz der verletzlichen Verkehrsteilnehmer, das heißt die Vision Zero, also das Vermeiden von Verkehrstoten und Verletzten, muss in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik rücken und nicht nur der Fluss des Verkehrs, wie es bisher ist. Es braucht dazu natürlich die Erhöhung von Investitionen, aber im Vergleich zu anderen Verkehrsinvestitionen sind Radverkehrsinfrastrukturinvestitionen immer noch deutlich günstiger. Wir fordern eine Erhöhung auf 30 Euro pro Kopf und pro Jahr. Das ist eine Verdreifachung. Es braucht aber natürlich nicht nur Geld, sondern auch fähige Köpfe. Und eine gute Personalausstattung auf allen Ebenen, also Bund, Ländern und Kommunen. Und es braucht eine hervorragende Forschung und Entwicklungsarbeit im Bereich Radverkehr. So. Davon profitiert, ja, darf ich noch einen Satz sagen? Ja, klar. Das ist natürlich nicht nur für den Radverkehr schön und für den Radfahrenden. Wenn wir am Ende so viele Radfahrende haben, wie hier in Kopenhagen an der einen Kreuzung stehen, profitieren letztendlich alle. Denn wir wissen, dass der Radverkehr im Gegensatz zum Autoverkehr einen deutlichen gesamtwirtschaftlichen Nutzen hervorbringt. Und so stellt sich jetzt im Grunde nur die Frage, wer von den Politikerinnen dieses Landes sieht die Notwendigkeit und das Potenzial
der Mobilitätswende und ja, geht mit Mut und Tatendrang voran, ein neues Kapitel deutscher Verkehrspolitik zu gestalten? Das ist doch mal eine gute Frage, auf die gehen wir sofort ein. Erst möchte ich die erste Chat-Teilnahme kurz noch kommentieren. Von welchem Datum sind denn Ihre Zahlen in der Grafik auf Folie 2? Also die Frage von über und unter 5 Kilometern, die Frage nach der Distanz. Die sind relativ neu, ich meine 2019 oder 20. Ich stehe jetzt nicht dabei, könnten wir vielleicht noch nachliefern. Fragt Herr Berner, genau, 2017. Vielen Dank, wunderbar. Da kam schon eine Antwort im Chat, weiß nicht, wer die geschrieben hat, aber sehr gut. Ja, da sind wir doch gleich bei der Frage, welcher Politiker hat den Mut? Jetzt frage ich doch mal, Herr Cipelius, wie mutig sind Sie denn in Bezug auf diese Thesen? Wir würden Sie gern hören. Ich habe gerade leichte Probleme bei mir technische. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal einfriere, dann wechsle ich nur den WLAN-Port. Dann bin ich gleich wieder da, möchte ich nur zu Beginn sagen. Deswegen hatte ich auch gerade hier noch Tonprobleme. Vom Mut her, ich finde, Politik wird natürlich mit Mut gemacht. Und deswegen für den Fall, dass ich im September das Vertrauen erhalten würde, möchte ich auch mit sehr viel Mut vorangehen. Ich glaube, dass gerade das Thema Zukunft der Mobilität und Mobilitätswende erstens ein sehr spannendes Thema ist und zweitens ein Thema ist, bei dem ich mich auch aktiv mit beteiligen möchte. Also es ist klar, dass wir gerade im Bereich der Mobilität uns breiter aufstellen müssen und das Fahrrad ist dazu ein wichtiger Faktor. Da muss ich gleich mal nachhaken, wenn Sie sagen, das Fahrrad ist ein wichtiger Faktor. Das interessiert mich jetzt insofern, als dass ich natürlich auch versucht habe, so ein bisschen Ihr Programm zu eruieren und zu schauen, wofür Sie stehen. Und tatsächlich haben Sie mir jetzt gerade das Fahrrad genannt, aber in Ihrem Programm taucht das Fahrrad gar nicht auf. Also Sie sprechen von, nur um das mal sozusagen transparent zu machen, Sie sprechen von nachhaltigen Kraftstoffen, Sie sprechen von einem Wechsel sozusagen hin zu einer anderen Art von Mobilität, nachhaltig, ja, aber das Wort Fahrrad höre ich jetzt von Ihnen zum ersten Mal. Wie sehen Sie das? Jetzt habe ich ihn eingefroren. Oh je. Gut. Ja, ich lehre das kurz. Kein Problem. Ich komme auf die Frage zurück, Herr Cipelius. Herr Gastel, Mobilitätswende, was bedeutet das bei Ihnen, wenn Sie das alles hören, die Punkte? Fahrrad für unter 5 Kilometer, Potenzial wäre riesig. Wie sehen Sie das? Also alles, was jetzt gerade in der Präsentation gesagt worden ist, ist bei uns auch Stand der Diskussion, aber auch Stand der Diskussionslage. Wir haben auch mit dem Begriff der Verkehrs- oder der Mobilitätswende kein Problem. Der amtierende Verkehrsminister nutzt diesen Begriff nicht. Die Kanzlerin hat ihn, glaube ich, ein einziges Mal genutzt, hat dann für Schlagzeilen gesorgt. Und wir haben übrigens auch in unserem Wahlprogramm nicht nur eine Aussage zum Radverkehr, sondern wir haben da ein ganzes Unterkapitel im Verkehrskapitel drin. Ganz einfach deshalb, weil auch wir ein großes Potenzial für das Fahrrad sehen. Uns ist bekannt, dass etwa jeder zweite Weg mit dem Auto ein Kurzstreckenweg ist, vielfach damit verlagerbar auf zu Fuß gehen oder auf das Fahrrad. Und wir wissen, dass in den Städten und in den Dörfern die Frage, wie der Verkehrsmix aussieht, sich erheblich auch auf die Lebensqualität der Menschen auswirkt. Also man kann das wirklich nachweisen, dass Städte, in denen weniger Auto gefahren wird und mehr mit den Verkehrsmitteln des sogenannten Umweltverbundes gefahren wird, dass dann die Menschen die Lebensqualität als höher empfinden. Und ich finde, deswegen sollten wir auch gar nicht so viel immer reden mit Verzicht auf dies oder jenes, sondern auch deutlich machen, was es am Ende zu gewinnen gibt. Verkehrswende ist nicht ausschließlich die Voraussetzung fürs Erreichen von Klimazielen und von anderen Umweltzielen, sondern es ist auch die Voraussetzung dafür, dass unsere Städte und Dörfer lebenswerter werden, damit die Menschen weniger Lärm, weniger Abgasen ausgesetzt sind, damit Flächen anderweitig genutzt werden können als mit zugeparkten Straßen und Straßenrändern. Also das heißt, man kann aus solchen Orten einfach viel, viel mehr rausholen, wenn weniger Auto gefahren wird, mehr zu Fuß, mehr mit dem Fahrrad, mehr mit Bus und Bahn gefahren wird. Ein kräftiges Statement für das Fahrrad. Frau Rita Schwarzele-Sutter, wie ist das bei Ihnen? Sie setzen sich stark für eine Ortsumfahrung ein, eine Bundesstraßenumgehung. Das ist eher so ein Autothema. Was tun Sie fürs Fahrrad in Ihrem Wahlkreis?
Da tue ich natürlich erstmal auf die Möglichkeit der Förderung durch unser BMU hinweisen, dass wir nämlich Radwege und innovative Projekte fördern. Das haben wir auch nicht erst seit gestern, sondern seit längerem, dass wir wirklich auch schauen und versuchen, das Potenzial zu heben. Wir haben die Nationale Klimaschutzinitiative, gut bewährtes Programm. Wir haben innovative Projekte gefördert. Ich war jetzt gerade letzte Woche in Konstanz, auch da nochmal ein Miet, also ein Lastenrad-Mietsystem. Muss sich auch nicht jeder eins kaufen, sind ja auch nicht ganz billig, aber wie kann man es zum Beispiel nutzen? Ganz konkret, diese Maßnahmen haben wir bereits umgesetzt. Wir sind vor dem Verkehrsministerium auch auf den Weg gegangen, Radschnellwege zu fördern. Jetzt ist es nicht gerade bei mir genau, aber fast, also ja, es tangiert meinen Wahlkreis noch mit Gundelfingen. Da gibt es einen Radschnellweg dann von Freiburg Richtung Waldkirch. Das ist ein stark frequentiertes Gebiet, da ist zwar der ÖPNV ganz ordentlich, aber so ein Radschnellweg bietet einfach eine tolle Alternative. Und diese Möglichkeiten entsprechend auch zu unterstützen, das finde ich extrem wichtig. Wir haben jetzt sind ja die Angebote, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, jetzt sind ja die Angebote auch des Ministeriums sozusagen eine Kannbestimmung. Es ist ja nicht so, dass Kommunen sozusagen diesen Weg gehen müssen. Sie können die Gelder abrufen. Tatsächlich werden sie aber nicht zwingend in der Konsequenz abgerufen, wie man sich das vielleicht vorstellen kann und muss. Ich sehe auch so ein bisschen ein bisschen kritischen Blick bei Frau Zülke. Frau Zülke, wie sehen Sie diese Entwicklung? Wie sehen Sie das, was sozusagen getan wird, auch in Bezug auf die Fördertöpfe, was Frau Schwarze-Lützer gerade sagte? Also die Fördertöpfe sind momentan schon gut gefüllt. Das Problem für die Kommunen ist, dass man nicht weiß, wie es dauerhaft wird. Viele Kommunen, die jetzt im Planungsstand noch nicht so weit sind, dass sie es gleich beantragen können, die wissen halt nicht, ob sie es in 3 Jahren immer noch beantragen können. Und man braucht eine parallele Entwicklung, nicht nur die Fördergelder, dass die eben kontinuierlich fließen. Wir brauchen auch ganz dringend die Änderung des Rechtsrahmens und dass eben zum Beispiel das eine Pflichtaufgabe für die Landkreise wird, dass sie für sichere Radverkehrsnetze sorgen müssen und dass sie eben für sichere Kreuzungen sorgen müssen und nicht jeder Bürgermeister selber entscheiden kann, wo er jetzt da den Schwerpunkt bei seiner Verkehrspolitik oder ihrer Verkehrspolitik hinlegt, sondern sichere Straßen, das ist total wichtig. Und wir haben letztes Jahr in dem ersten Lockdown gesehen, in dem Augenblick, wo der Kfz-Verkehr runtergeht, die Menschen sind überall rausgekommen mit ihren Fahrrädern. Die sind auch auf großen Straßen gefahren und plötzlich waren Radfahrer überall. Und wenn wir es schaffen, den Kfz-Verkehr zurückzudrängen in der Menge und in der Geschwindigkeit, dann fahren die Leute Rad. Und deswegen, wir müssen sowohl finanzielle Förderung machen, dauerhaft, aber auch verschiedene andere Sachen anpacken, damit mehr Menschen aufs Rad kommen und wir unser Klima eben noch gerettet kriegen. Jetzt haben Sie, Frau Schwarze-Lösutter, vielleicht nicht so dieses große Problem mit dem Radfahren in Bezug auf den Raum, den Sie vertreten, weil Freiburg und Umgebung ist ja durchaus bekannt. Also ich persönlich stehe gerade in Karlsruhe. Die Stadt rühmt sich des Fahrrads sozusagen. In dieser Stadt soll das Fahrrad erfunden worden sein. Wir haben da auch regelmäßig Auseinandersetzungen mit Mannheim, aber das ist eine andere Geschichte. Herr Cipelius, Sie hatten ein bisschen Zeit, sich auszuruhen. Wenn ich jetzt Ihren Wahlkreis anschaue, da ist sozusagen, was Frau Zülke gerade sagte in Bezug auf den kommunalen Ausbau von Radschnellwegen, da kann man, wenn man aus der Karlsruher Stadtgrenze rausfährt, dann sieht das ein bisschen anders aus als vielleicht bei Frau Schwarze-Lösutter. Deswegen machen Sie es nicht zu bequem. Jetzt werde ich Ihnen erstmal die Frage stellen, die ich Ihnen vorhin gestellt habe. Und dann hätte ich gern, dass Sie sozusagen auf diese noch antworten. Also zurück zum Anfang, als Sie uns erfroren sind für einen kurzen Moment. Was tun Sie denn fürs Fahrrad? Bei Ihnen kommt das Fahrrad gar nicht vor. Sie sprechen nur von alternativen Kraftstoffen. Das stimmt so nicht, denn also Sie sagen ja gerade, Sie sind in Karlsruhe. Ich habe, wenn Sie zum Beispiel meinen Flyer erhalten würden, da steht auch gerade, also im Flyer steht quasi schwarz auf weiß gedruckt drin, dass ich mich sehr für den Ausbau von Radwegen auch einsetzen will, einfach um eine Breite bei der Mobilität anzubieten. Ist mir das auch stimmt, wichtig, Ihren Flyer habe ich nicht, aber ich schaue mir natürlich die Internet-Online-Auftritte an und da habe ich jetzt das Fahrrad nicht gefunden. Also naja, das verstehe ich auch, deswegen weiß ich, wo es herkommt, aber wie gesagt, Flyer schwarz auf weiß, also es ist jetzt halt gerade der Punkt, aber
ich glaube, wenn ich auch so die Arbeit sehe, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, gerade auf Kreistagsebene, auch bei der CDU-Junge Liste-Fraktion, wo wir uns natürlich gerade auch sehr für den Ausbau von ÖPNV, Digitalisierung, für den Ausbau des Fahrradverkehrs, auch für eine junge Politik einsetzen. Dann ist es schon so, dass wir dieses Thema auch gerade auf Kreistagsebene hier im Landkreis behandelt haben. Da haben wir als CDU, es war mein persönlicher wörtlicher Fachvortrag quasi im Rahmen der Kreistagssitzung, haben wir schon gesagt, dass wir da erstens die Radwege ausbauen wollen. Und zweitens, jetzt arbeiten Sie ja sozusagen, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, ja, aber bitte. Sie sind ja Bundestagskandidat. Also es geht ja, ja quasi um die Frage, was Sie bundesweit unternehmen wollen und wo Sie unterstützen wollen in Bezug auf das Fahrrad. Deswegen, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, aber da nochmal konkret, es geht jetzt ja nicht um den Kreistag. Gut, ich war jetzt schon eins weiter, weil Sie natürlich auf die, weil Sie auf den Landkreis, quasi auf meinen Wahlkreis eingegangen sind. Aber um generell aufs Fahrrad einzugehen, wie gesagt, ich möchte mich auch sehr dafür einsetzen, dass wir in der Mobilität eine größere Breite bekommen. Ja, also das heißt, wenn ich von Mobilität der Zukunft spreche, dann geht es nicht nur ums Automobil, da geht es ums Automobil, aber auch gerade um die Fortentwicklung des Automobils. Da geht es aber natürlich auch um das Thema ÖPNV, da geht es um On-Demand-Verkehre, da geht es um das Thema Radwegeausbau, ein besseres Angebot im Bereich von Fahrradnutzung zum Beispiel. Das ist auch ein Thema, immer wieder Unterschiede von Stadt und Land. Ich habe über ein halbes Jahr in Taipeh gelebt, da habe ich keinen einzigen Meter mit dem Auto zurückgelegt, weil ich zum Beispiel mit der U-Bahn an die Station ankommen konnte und mir da mit meiner Karte ein Fahrrad lösen und dann quasi zur Uni fahren konnte. Ist überhaupt kein Problem, habe ich sehr gerne genutzt. Ja. Derartige Angebote kann ich mir hier, also gibt es ja teilweise schon, kann ich mir wunderbar vorstellen, würde ich auch gerne weiter begleiten, dass sie weiter ausgebaut werden. Ist dann aber, und ich möchte da gar nicht Stadt oder Land gegeneinander ausspielen, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, weil jetzt sitze ich gerade in Weingarten, das ist eine Gemeinde außerhalb von Karlsruhe, da ist dieses Angebot natürlich, da muss man das quasi anders angehen. Aber trotzdem würde ich mich natürlich sehr gerne mehr dafür einsetzen, auch gerade für die Arbeitswege. Das ist so ein Thema, gerade die Wege bis 10 Kilometer, also von Gemeinde zu Gemeinde fahren, dass man da oder von zum Beispiel hier aus Weingarten in die Stadt Karlsruhe rein, dass man diese, dass man da mehr Anschlüsse hat. Aber auch halt das im Bundessinne, weil wir natürlich auch, und das ist ja auch das Ziel des Radverkehrsplan 3.0, dass man da keine Löcher hat, sondern dass es da durchgehende Verbindungen gibt. Also über den sprechen wir noch, den großen Plan und was er sozusagen an großen Entwürfen auch vor sich hat und wie konkret er auch ist. Ja. Es hört sich ja erstmal gut an, aber da gucken wir nachher noch drauf. Ich habe jetzt, glaube ich, ein kleines Türchen aufgemacht, als ich Sie fragte nach Ihrem Wahlkreis, weil wir haben hier eine Meldung aus dem Wahlkreis, aus Ihrem Wahlkreis, nämlich aus Bretten. Da fragt jemand, ob Sie sich dafür einsetzen werden, dass die Fördermittel für Rad- und Fußverkehr verstetigt werden. Das ist jetzt sozusagen mal gleich ein konkreter Wunsch aus Bretten, die Stadt im Kraichgau, vielleicht für die, die es nicht kennen. Da ist auch, wenn man mit dem Fahrrad fahren will, ist nicht ganz so einfach rauszukommen. Ich glaube, wenn wir gerade auch über Fördermittel sprechen, müssen wir dahin kommen, dass Fördermittel auch einfacher zu beantragen sind. Ja, wir haben das, also ich habe jetzt gerade meine Wahlkreistour hinter mir, also seit Mitte Juli ist die beendet. Da war ich in allen 21 Städten und Gemeinden in meinem Wahlkreis und habe mit dem Bürgermeister gesprochen. Und wenn man mit den Verwaltungsoberhäuptern spricht, dann geht es auch gar nicht so sehr darum, dass man sagt, wir brauchen, also natürlich wünscht man sich immer mehr Fördermittel, aber es geht auch darum, die einfacher zugänglich zu machen. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, weil unsere Verwaltung, da muss man auch mal eine große Lanze für die Verwaltung brechen, die gerade in der Corona-Pandemie Unfassbares geleistet haben. Ja, es wird ja auf der Verwaltung auch gerne mal rumgehackt. Aber was gerade in der Pandemie gemacht wurde, das ist schon enorm. Und wenn man dann mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern spricht, gerade auch über den Bereich Fördergelder, gerade natürlich auch im Bereich der Mobilität und beim Thema Fahrrad, dann sagen die, dass man den Zugang einfacher gestalten muss, weil ihnen einfach das Personal fehlt, um dahingehend die Fördermittel korrekt zu beantragen. Kann ich auch wieder sagen, Beispiel kommt auf einen Antrag von mir. Wir haben jetzt hier einen Klimaschutzmanager angestellt, der sich gerade um solche Themen kümmert im Bereich des Thema Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz und dergestalt auch natürlich dann mehr Zeit dafür aufwenden kann, Fördermittel zu beantragen. Also da ist jemand sehr konkret, der fragt jetzt nochmal, gerade in Bezug auf die Verwaltung, ich kann Sie da unmöglich rauslassen. Das ist das Spiel, weil die Verwaltung ihre Zeit braucht für Förderanträge, braucht es eine Verstetigung der Finanzierung? Sind Sie dabei, konkret ja oder nein? Ja, also ich kann mir da grundsätzlich viel vorstellen. Also wir können auch gerne noch konkreter darauf eingehen. Also vielleicht kann man es einfach nochmal konkretisieren, weil das ist doch gut. Da können wir gerne über sehr viel sprechen, ja.
Haben Sie schon Potenzial für Ihre nächste Wahlkampfveranstaltung in Bretten? Da können Sie sich auf jeden Fall dann schon mal auf sozusagen dieses Thema gefasst machen, den Eindruck habe ich. Ja, gerne. Kommen wir mal zurück. Man kann mich auch immer persönlich ansprechen. Ja, schön, das ist doch gut. Und Ihre Homepage, da können wir dann nochmal uns vergewissern, dass das alles auf dem neuesten Stand ist sozusagen. Wenn Sie das Fahrrad auch fördern, ist das natürlich wunderbar und beachten. Schauen wir uns mal die Verkehrswende nochmal an. Also was ist die Verkehrswende? Die Verkehrswende bedeutet ja im Grunde, dass wir die Mobilität umstellen auf eben Nachhaltigkeit, auf Mobilitätsnutzung, auf andere Formen des Individualverkehrs. Wenn wir mal den Verkehr genau anschauen, dann ist es ja so, dass der Individualverkehr, der motorisiert, ja immer noch dominiert. Also es sind 74%, die sozusagen der ganzen Verkehrsmasse, die im Grunde mit Individualverkehr motorisiert umgehen. Und Fußgängerrad und Schienen öffentlicher Straßenpersonenverkehr, das sind gerade mal 20,5%. Damit kann man ja im Grunde nicht zufrieden sein, Herr Gastel, oder? Nein, natürlich kann man da nicht zufrieden sein, aber ich sag mal, diese Werte sind natürlich auch Ergebnis einer seit Jahrzehnten völlig verfehlten Verkehrspolitik. Eigentlich hat Verkehrspolitik in Deutschland nie stattgefunden, sondern Verkehrspolitik war immer Teil der Wirtschaftspolitik, die aber auch, ich sag mal, nicht modern und nicht innovativ gedacht worden ist. Und man hat eben sehr, sehr einseitig über Jahrzehnte auf den Straßenbau gesetzt. Mein Schwerpunkt ist ja die Bahn. Wir haben im letzten Jahr 124 Kilometer neue Bundesstraßen gebaut und 0 Kilometer Schienenwege. Und beim Radverkehr muss man halt auch mal sagen, da tut sich zwar inzwischen deutlich mehr auf Bundesebene, es hat aber immer noch so den Charakter von Aktionismus. Ja, da wird dann mal plötzlich der Etat deutlich hochgesetzt, aber nur für 2-3 Jahre. Aber so schnell kriegt man eben gar keine Planung zustande. Ja? Und dann ist genau das, was ja schon gesagt wurde, das Risiko, dass dann eine Gemeinde oder ein Landkreis, eine Region, ein Land in Planungen geht, ohne zu wissen, ob dann zu dem Zeitpunkt, wo die Planung umgesetzt werden kann, weil sie weit genug fortgeschritten ist, dann weiß man gar nicht, ob dann überhaupt noch das Geld zur Verfügung steht. Also das heißt, da braucht es einen Mittelaufwuchs, aber nicht in Form von Aktionismus, sondern in Form von verlässlichen Mittelaufwuchs. Also die Mittel müssen sozusagen analog dazu, wie die Planungsaktivitäten zunehmen, wachsen. Das ist wichtig, weil sonst werden die Dinge nicht umgesetzt. Und natürlich braucht man auch, Sie hatten vorhin in der Frage mal den Begriff des Mutes genannt, natürlich braucht man auch Mut. Ja? Ich war jetzt, wie gesagt, 2 Tage im Schwarzwald unterwegs und man sieht halt immer dann, wenn es eng wird, weil einfach wenig Fläche verfügbar ist, dann läuft es in der Regel immer auf die Fahrbahn für Kfz hinaus. Und die Radfahrerinnen und Radfahrer, die müssen dann gucken, gerade dort, wo es gefährlich ist, in Kreuzungsbereichen, wie sie es darüber schaffen. Ja, da ist dann nicht mehr Hilfe da, wenn die Fläche dann eben auch vom Kfz weggenommen werden muss. Und deswegen hilft es alleine, nur Geld zur Verfügung zu stellen, auch nicht, sondern man muss dann schon auch den Mut haben, einen Konflikt an der einen oder anderen Stelle einzugehen. Vielleicht noch ein Punkt. Ich war in der letzten Legislatur ja auch für den Radverkehr zuständig und war dann in Kopenhagen oder auch in den Niederlanden unterwegs. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist die Philosophie, die ich in den Niederlanden gespürt und gehört habe, die nämlich in etwa so lautet, ob unsere Infrastruktur gut ist oder nicht gut ist, erkennt man daran, ob sich Kinder und ältere Menschen mit dem Fahrrad in den öffentlichen Verkehrsraum trauen. Ja? Und es darf nicht Mut erfordern, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, sondern es muss so sein, dass man sich gut fühlt, sicher fühlt und auch objektiv sicher unterwegs ist. Und da ist eben noch sehr viel zu tun für eine solche Infrastruktur, die einlädt zum Radfahren und nicht abschreckt vom Radfahren. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei Ihnen und dem Begriff Verkehrswende oder Mobilitätswende. Wir haben, Sie sind bekannt dafür, dass Sie sich sozusagen auch für die nachhaltige Energie einsetzen, aber Sie sind auch bekannt geworden, nicht ohne sozusagen ohne durch die Presse gegangen zu sein, in dem Gespräch, wo Ihr Ministerpräsident des Landes sozusagen mit Ihnen darüber gesprochen hat, dass Ihr Bundestagsbeschluss ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotoren zuzulassen, ich sag mal, ich zitiere, eine Schwachsinnsidee war. Also ich will damit sagen, Sie sind innerhalb der Grünen auch nicht so hundertprozentig an dem Punkt, dass Sie sagen können, Sie können alles umsetzen, Sie werden auch immer an der Realität gemessen. Wie schwierig ist es in so einer Partei, die ja eigentlich damit nach vorne gehen, an der Realität auch gemessen zu werden? Also Sie hatten vorhin vom CDU-Kollegen oder den CDU-Kollegen hier in der Runde damit konfrontiert, was im Wahlprogramm steht. Ich glaube auch, dass das
richtig ist, weil ein Wahlprogramm eine Mehrheitsmeinung innerhalb einer Partei darstellt. Und da ist das, was ich beschrieben habe, drin. Und das ist auch an dieser Stelle überhaupt nicht strittig gewesen. Und auch ein Ministerpräsident würde manche Dinge, die er damals gesagt hat, so nicht mehr sagen. Er steht ja auch längst zur Elektromobilität bei den Autos. Und er lässt auch den Verkehrsminister fleißig in Baden-Württemberg Mittel des Bundes abrufen. Baden-Württemberg hat jetzt zum Beispiel im letzten Jahr nahezu vollständig die Mittel für den Bau von Radwegen entlang von Bundesfernstraßen abgerufen. Baden-Württemberg ist ganz vorne mit dabei, die Mittel abzurufen für den Bau von Radschnellwegen. Ganz einfach deshalb, weil Baden-Württemberg schon sehr frühzeitig angefangen hat zu planen, noch bevor die Mittel aufgestockt wurden beim Bund. Und davon profitiert eben unser Land in besonderer Weise. Also da sind wir als Grüne sehr, sehr klar, dass es die Verkehrswende braucht. Bei uns steht ja das Thema Klimaschutz vorne. Und wir haben im Bereich des Verkehrs leider steigende Treibhausgasemissionen und nicht sinkende Treibhausgasemissionen. Das heißt, das größte Sorgenkind innerhalb des Klimaschutzes ist der Verkehrssektor. Und deswegen ist für jeden bei uns in der Partei völlig klar, dass sich da vieles ändern muss. Das ist beim Fahrrad, das ist aber natürlich auch der Güterverkehr, das ist die gesamte Infrastrukturpolitik. Deutlich weniger Straßen werden wir brauchen, mehr Schienenwege, mehr Radwege, auch natürlich komfortable Wege, um zu Fuß zu gehen. Und ganz wichtig ist auch, dass Radverkehrsplanung niemals zu Lasten des Fußverkehrs gehen darf. Das ist nämlich auch so eine manchmal beliebte Sache, wenn der Platz eng wird, dann schmeißt man eben auf engem Raum den Fuß- und den Radverkehr zusammen. Und dort gibt es dann aber mit Sicherheit Konflikte. Der Radverkehr kann nicht so schnell fahren, wie er will. Die Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, fühlen sich nicht sicher. Das ist sicherlich nicht die Lösung. Deswegen, der Radverkehr ist in der Regel eine eigene Verkehrsart. Dort, wo viel Verkehr ist, braucht er dann eigene Verkehrswege, nicht vermischt mit Fußverkehr innerorts. Das funktioniert nicht. Das ist zu gefährlich. Da wird niemand glücklich. Und man muss dann eben diesen Konflikt eingehen. Und wenn ich jetzt Oberbürgermeister wäre, dann würde ich natürlich auch nicht gucken, dass ich das alles mit der Brechstange durchsetze, sondern man muss vielleicht mal zum Beispiel nach Kopenhagen gucken. Die haben ein super Netz, aber das ist auch nicht über Nacht entstanden, sondern die haben dann halt gesagt, okay, wenn es dann Konflikte mit dem Einzelhandel gibt wegen Parkplätzen, dann fangen wir halt mal jetzt an. Und dann gucken wir, dass wir in 2 Jahren den Radweg nochmal verlängern und ausbauen, weil wir dann einfach festgestellt haben, dass der Einzelhandel nicht drunter leidet und dass das eine gute Idee ist mit dem Radweg. Ja, und so geht es dann eben Schritt für Schritt. Aber man muss eben anfangen. Und zwar energisch das, und ist auf jeden Fall und nicht irgendwie welches Flickwerk schaffen, sondern wirklich im Netz denken und das dann Schritt für Schritt umsetzen. Ja, Herr Gassel, vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, Sie sprechen jetzt Kopenhagen wiederholt an. Das ist natürlich ein super Beispiel. Allerdings sind die auch schon so weit, dass sie jetzt quasi auch Verkehrsprobleme in Bezug auf das Rad bekommen. Darüber reden wir dann jetzt auch gleich. Wir möchten mehr über das Rad sprechen. Aber ich habe so bei ein paar Dingen, die Sie gesprochen haben, die Sie gesagt haben, so ein bisschen eine Reaktion von Frau Schwarze-Lührsutter gesehen, die, glaube ich, der Meinung ist, dass das Gelder sind, die Sie sozusagen sich erarbeitet haben und zur Verfügung stellen. Oder wie habe ich Ihre Reaktion zu deuten? Ich finde es so nett, wenn hier so über Gelder gesprochen werden, als ob die vom Land alle kommen. Und er musste so ein bisschen schmunzeln, als Herr Gassel gesagt hat, wir rufen alle Mittel vom Bund ab bei den Fahrradwegen an Bundesstraßen. Nicht nur das, auch werden die Mittel für die innovativen Projekte, wie zum Beispiel in Tübingen, abgerufen. Ich will aber einfach schon nochmal darauf eingehen, weil Fakt ist, dass das Klimaschutzziel und jetzt das ist wirklich das wichtigste Ziel, was wir erreichen müssen, bis 2045 spätestens klimaneutral zu sein. Und das bedeutet für den Verkehr wirklich, dass wir von den 160 Millionen die Hälfte bis 2030 reduzieren müssen. Das ist eine echte Herausforderung. Da muss man schon eine Schippe drauflegen. Und da gehört viel dazu. Und die Mittel, die wir jetzt zur Verfügung haben, das ist so eine große Menge hatten wir noch nie. Wir haben aus dem Klimaschutzprogramm die Mittel, wir haben aus dem Konjunkturpaket die Mittel, wir haben das aus dem Sofortprogramm. Allein für diesen Bereich Klimaschutz sind 88 Milliarden stehen da zur Verfügung. Und ganz ehrlich, Herr Gassel,
ich wundere mich immer, man spricht mal von Kopenhagen und Amsterdam. Ja, das sind auch richtige Frontrunner. Aber ich habe jetzt eigentlich immer gedacht, wenn ich mir so an Baden-Württemberg denke, es müsste mal Tübingen fallen. Aber die Wahrheit bei der Geschichte liegt nämlich darin, dass man gern die Bundesmittel abruft. Aber in einem föderalen System ist es wichtig, dass Bund, Land und Kommune gemeinsam an dem Ziel arbeiten. Und deswegen heißt es auch bei uns, wir brauchen eine nationale Leitstelle Mobilität. Es muss miteinander verknüpft werden. Siehst vor allem, man muss es vielleicht auch die Kommunen eher dazu verpflichten. Ich finde schon, dass man gemeinsam da an den Tisch sitzt und sagt, wie sieht denn die Zukunft der Mobilität aus, aber nicht irgendwann, sondern wie setzen wir es jetzt gemeinsam um, dass wir eine Planungssicherheit haben, dass wir es bei der Finanzierung haben. Es gibt eine Menge Landstraßen. Also ich habe in meinem Wahlkreis echt richtig viel Landstraßen, quasi keine Autobahn, aber an den Landstraßen gibt es auch keinen sicheren Fahrradweg, kann man sagen, vielleicht fährt da nicht so viel. Aber für Schülerinnen und Schüler, die da auch darauf angewiesen sind, mit dem Rad zur Schule zu fahren oder auch junge, also Lehrlinge, für die ist es schon ein Thema. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt, also ich finde es mühsam zu sagen, jetzt der Bund, das Land, da hat jeder seinen Teil in Zukunft dazu beizutragen, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen. Da gilt es vom Bund auch mit dazu, wie es vor allem auch auf den Folien war, des Straßenverkehrs. Gesetz zu ändern. Es geht die Radwegeinfrastruktur natürlich auszubauen und wie gesagt Bund und Land und auch kommunale Straßen. Es geht um Radinfrastruktur, nicht nur um Wege, da geht es auch darum, und da spreche ich von einer nachhaltigen Mobilität, es muss die Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger möglich sein. Ich muss mit dem Rad, wenn ich aus dem Hotzenwald komme, mit dem E-Bike vielleicht, damit ich auch abends wieder hochkomme, muss ich mein E-Bike unten irgendwo abstellen können an der am Bahnhof und abends muss das Rad noch da sein. Also habe ich da einen sicheren Radabstellplatz. Auch das muss mitgedacht werden. Das gehört mit zur Radinfrastruktur, die kluge Verknüpfung und natürlich entsprechend die Mittel zur Verfügung zu stellen. Und Sie haben schon das richtig auch gesagt, die Leute steigen eher aufs Rad, wenn es sicher ist. Aber allein auf dem, dass wir unterschiedliche Teilnehmer haben. Wir haben kleine Kinder, wir haben mittlere, wir haben alte, ältere, ich fühle mich da auch schon so dazu, schnelle und langsame. Das muss dann alles auf dieser Radinfrastruktur laufen. Das ist gar nicht so einfach. Man braucht ein bisschen Rücksichtnahme. Ja, vor allem nicht bei diesen kleinen, schmalen Radwegen, die wir im Moment haben. Da sehe ich schon Schwierigkeiten. Frau Zülke, wie sieht denn sozusagen eine Radinfrastruktur aus, jetzt rein baulich gesehen, wenn wir über die Landstraßen von Frau Schwarze-Lösutter sprechen oder auch über die Radwege, die Herr Gastel angesprochen hat. Wie sieht denn ein guter Radweg aus, der für Radfahrer sinnvoll ist? Vielleicht mal so down to earth to the basics. Also definitiv ist er breiter wie 1,50 Meter, was heute so das Mindestmaß ist. Eigentlich sollte man dem Radfahrern genau das zugestehen, was man den Autofahrenden auch zugesteht, nämlich Zweie nebeneinander. Und dass dann eben noch Zweie überholen können oder eben Zweie entgegenkommen. Das wäre mal so für einen vielbefahrenen Radweg die Infrastruktur, die wir brauchen. Denn damit können auch Lastenräder problemlos dort fahren. Und natürlich müssen die Entwurfsgeschwindigkeiten, also so wie der Radweg baulich angelegt ist, dass man bei guter Oberfläche mindestens 30-40 km/h fahren kann, muss der so angelegt sein, dass, wenn ich die Kraft habe, eben schnell zu fahren und die Bedingungen so sind, dass nachher nicht enge Kurven oder sonst was dem im Weg stehen. Und ganz wichtig sind natürlich auch die Kreuzungen mit anderem Verkehr. Es kann nicht sein, dass ich eine lange Strecke über Land fahre und dann kommt außerorts die erste Kreuzung und die Autofahrer kommen gerade bei Grün an, fahren über die Kreuzung drüber und der Radfahrer steht an der Bettelampel, muss erstmal drücken, wartet eine Weile, darf auf die erste Verkehrsinsel, dann kommen noch die Linksabbiege von gegenüber und wenn man dann noch mal eine Weile gewartet hat, darf man weiter. Das ist ja so das Alltagserleben von den Radfahrenden. Und auf diese durchgehende Infrastruktur, dass die Radfahrenden eben nicht anhalten müssen, das ist ganz wichtig zur Beschleunigung und Motivation der Radfahrenden.
Und was man aber ganz schnell machen kann und eigentlich auch machen muss, um dieses Ziel Vision Zero zu erreichen, ist, dass die Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs dort, wo sie gemischt mit den Radfahrern fahren, deutlich vermindert wird, weil das schützt das Leben. Und das würde bedeuten, dass wir in den Innenstädten eben Tempo 30 brauchen und nur dort, wo ein anständiger Radweg plus ein anständiger Fußweg vorhanden ist, dann können die Städte diese Straßen auch auf Tempo 50 oder meinetwegen auch mehr freigeben. Aber überall, wo es keinen Radweg und oder keinen Fußweg gibt, dort müssen die Kfz langsam tun. Und außerorts wird es bei 70 oder drunter, dass eben die Autos nur schneller fahren dürfen, wenn es einen Radweg gibt. Und ich bin mir auch ganz sicher, wenn man das sozusagen umdreht, dass die Autos so lange langsam fahren müssen, bis der Radweg gebaut ist, dass das den Radwegbau in deutschen Kommunen ganz drastisch beschleunigen würde. Tempo 30 innerstädtisch, solange bis Radwege breit genug sind. Das ist ein interessantes Konzept. Die Technische Hochschule Karlsruhe hat ja in Zusammenarbeit mit dem SWR so eine Erhebung gemacht. Da waren Sie auch mit dabei. Es ging um die Frage von, wo gibt es überall gefährliche Stellen und wie sehr muss quasi Radverkehr, Autoverkehr und Fußgänger auf sich gegenseitig recht Rücksicht nehmen. Allein in Karlsruhe, der Fahrradstadt, gab es unglaublich viele Meldungen und Punkte, die schwierig sind, wo teilweise Radwege sich mit Fußgängern kreuzen. Da ist im Grunde auch hier im Chat schon die Frage gestellt worden, wie sieht es denn aus? Wird dann der Fußgänger zum schwächsten Glied in der Kette? Aber kommen wir nochmal zurück auf Tempo 30, so lange, bis die Radwege passen. Herr Cipelius, während ich eifriges Nicken sozusagen bei Herrn Gastel und Frau Schwarze-Lühr-Sutter gesehen habe, habe ich Sie genau beobachtet. Wie stehen Sie zu Tempo 30 in den Innenstädten? Ja, das ist jetzt dann, also ich, ein generelles Tempo 30 Limits in Innenstädten, ja, habe ich mich jetzt damit noch weniger beschäftigt, beziehungsweise einfach über generell darüber zu sprechen, das sehe ich jetzt für mich noch nicht. Ich sehe allgemein, dass die Diskussion, also es tut mir leid, wenn ich das an der Stelle so anbringen muss, aber die Diskussion ist hier sehr, sehr, sehr städtisch verlagert. Ja? Und weil Sie es vorhin gesagt hatten, ich bewerbe mich für das Amt, für das Bundestagsmandat. Ja, das ist so, aber ich komme aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Land und deswegen will ich ja direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter werden. Und da muss ich auch immer, deswegen muss ich auch aus einer Perspektive, einer ländlichen Perspektive auch gerne mal argumentieren, weil die meiner Meinung nach gerne vergessen wird. Ja. Gerade das finde ich eine sehr gute Idee, aber ich möchte kurz nochmal bei der Stadt bleiben, auch in Ihrem Wahlkreis liegen ja Städte. Also Bruchsal, Weingarten, Durlach, das sind ja alles auch... Also sagen wir mal so... Reitstätten, andere. Okay, also Sie kennen die Städte, das ist doch schon mal gut. Ja. Und das sind ja auch Städte und da gibt es ja auch Innerortsverkehr sozusagen. Ja. Also wir reden sofort über das Land, versprochen, aber die Frage lautete ja, wie war es jetzt in der Stadt? Und die Verteilung wird ja nicht, es wird ja nicht einfacher. Also wir wollen ja darüber sprechen, dass Nachverdichtung nicht zwingend oder überall schon gang und gäbe ist in Bezug auf Wohnraum. Also wird es einen Verteilungskampf geben zwischen den Mobilitätskonzepten. Und eine Möglichkeit ist natürlich, die Geschwindigkeit zu drosseln. Darüber hatten wir gerade gesprochen und deswegen die Frage, wie stehen Sie dazu? Also ich jetzt einfach generell zu sagen, wir drosseln das Tempolimit auf 30, bis quasi alles weitere soweit erledigt ist, habe ich schon gesagt, sehe ich von der falschen Richtung her. Wofür ich mich aber sehr erwärmen kann, das hat ja auch Frau Zülke schon gesagt, da wurde hier auch schon angesprochen, ist dahingehend, dass man quasi diese parallelen Strukturen aufbaut. Das heißt zum Beispiel, dass Fahrradfahrer extra Spuren haben. Sehr gutes Beispiel zu sehen ist zum Beispiel im Moment in Frankfurt am Main, wo einfach Fahrradfahrer in aktuell bestehende Strukturen ihre Wege reinbekommen haben, kann ich mich sehr dafür erwerben. Das ist etwas, wo ich sofort mitgehen könnte, gerade auch im städtischen Bereich. Grundsätzlich einfach zu sagen, wir machen alles auf Tempo 30, wobei wir ja auch immer mehr, auch im städtischen Bereich merken, es kommt ja zur Geschwindigkeitsreduzierung in den Bereichen vermehrt, würde ich jetzt so nicht sehen. Aber ja, ich sehe schon, dass wir da, ich meine, Sie sagen es gerade in Karlsruhe, als ich noch in Karlsruhe gearbeitet habe, habe ich das Problem auch mit Fahrrad gekannt, dass halt die Strukturen nicht parallel sind, sondern vieles auf einmal aufeinander zukommt und es dann dabei zu Konflikten kommt. Das ist natürlich schon klar. Und es braucht die Extraspuren. Also es braucht natürlich die Spur fürs Auto, es braucht die Spur fürs Fahrrad und es braucht die Spur für die Fußgänger. Einfach, dass man die Konflikte entkräftet.
Herr Cipelius, ich zitiere mal ganz kurz, bevor ich Frau Zülke sozusagen zu dem Thema nochmal reinlasse. Also nehmen Sie es mir nicht krumm, aber Sie bieten mir natürlich auch die Möglichkeit, nochmal nachzufragen. Ich zitiere mal einen Kollegen von der Süddeutschen, der hat gesagt, sagen wir, wie es ist, das urbane Verkehrsmittel der Zukunft ist längst da. Es ist nicht das Elektroauto, es ist nicht das Hybridfahrzeug und auch nicht der öffentliche Nahverkehr. Wir kennen es seit 200 Jahren und fast jeder war damit schon mal unterwegs, das Fahrrad. Und den Beweis liefert jeden Tag die Rush-Hour in irgendeiner Stadt Ihrer Wahl, weil Sie im Grunde, Sie sagen, Sie sind gegen sozusagen die 30, Tempo 30, aber egal wie schnell das Auto innerorts fahren würde, das Fahrrad am Ende ist schneller an der Ampel. Da muss es dann warten und das Auto wieder vorlassen. Aber letztendlich ist gerade im Bereich Karlsruhe, gerade im Bereich Bruchsal, gerade in den Bereichen, in denen Sie arbeiten, und sicherlich können das Herr Gastel und Frau Schwarzel-Lösütter auch bestätigen, das Fahrrad immer innerorts sozusagen überlegen. Also wovor haben Sie Angst, wenn Sie sagen, Sie machen keine 30? Ich habe überhaupt keine Angst. Wir haben vorhin über Mut gesprochen. Und, ich kann das hier frei heraussagen. Ich will sehr, sehr viel Mut beweisen und will mit sehr, sehr viel Mut auch im politischen Bereich weiterarbeiten. Die Sache ist die, dass ich auch nicht gesagt habe, ich bin gegen Tempo 30. Ich habe gesagt, ich bin gegen ein generelles Tempo 30. Einfach quasi die Schablone drüberlegen und sagen generell 30. Ich finde, Politik sollte auch immer anlassbezogen sein. Politik muss vor allem intelligent sein. Und es braucht nicht die Generalität darüber, sondern ich finde, es braucht dazu die Verfahren, die müssen, dass wir das verkürzen müssen, etc., mehr Auswahl. Sind wir uns ja alle einig, ist ja keine Frage. Ja? Aber einfach die Generalität zu sagen, bupp, 30 und dann sehen wir mal weiter, das sehe ich so nicht, sondern ich möchte, dass gerade im Bereich auch des Ausbaus der Infrastruktur, wenn ich da rede, spreche ich, es ist bei mir überhaupt nicht irgendwie, dass ich sage, ich möchte das Auto da bevorzugen oder Ähnliches, sondern ich möchte einen intelligenten Ausbau der Infrastruktur voranbringen. Frau Zülke. Ja, aber gerade im ländlichen Raum brauchen wir doch innerorts das Tempo 30. Die haben überhaupt nicht den Platz, dass sie einen separaten Radstreifen bauen. Und im Sinne der Verkehrssicherheit ist es total wichtig, wir müssen die Verkehrstoten jetzt wegbringen und nicht langsam Radwege bauen. Und deswegen ist dieser Punkt, dass wir Tempo 30 sofort überall dort machen, wo es keinen Radweg gibt. Das ist nicht flächendeckend, das ist nicht überall, nur dort, wo kein Radweg ist. Das hilft ganz unheimlich bei der Verkehrssicherheit. 2/3 der Radverkehrstoten kommen innerorts zu Tode und bei den Schwerverletzten ist der Anteil der Innerortsunfälle noch viel, viel, viel größer. Ja? Sie können ganz schlagartig was für die Verkehrssicherheit machen. Aber im CDU-Verkehrssicherheitsprogramm, da steht ausschließlich drin, was von Assistenzsysteme für Fahrzeuge. Da kommt das Wort Fahrrad oder sichere Infrastruktur oder Regeln für sicheren Verkehr kommt da überhaupt nicht vor. Und Radverkehr kriegen wir nur hoch, indem es sicher wird. Wir müssen die Radverkehrsunfälle ganz deutlich runterbringen und auch nicht bis 2030 oder 2040, sondern jetzt. Und wir haben die Möglichkeiten dazu, das zu tun, wenn die Bundesregierung das will. Frau Zülke, da haben wir doch, glaube ich, auch einige Gemeinsamkeiten. Also wenn Sie gerade auch den ländlichen Raum ansprechen, dann kann ich sagen, dass ja gerade im ländlichen Raum, auch gerade in den Kommunen, da das Tempo 30 ja teilweise schon omnipräsent ist. Also ich kenne hier gerade bei mir im Wahlkreis schon sehr, sehr viele Gemeinden, auf denen es ja noch wirklich teilweise minimal noch Tempo 50 Zonen gibt, ja, weil alles auf 30 ausgebaut wurde und das ist absolut sinnhaft, ja. Das ist auch der Aber Punkt, dann darf es ja für Sie gar kein Problem sein, das jetzt einfach flächendeckend zu machen, dort, wo es keinen Radweg gibt. Und also wovor haben Sie dann Angst, wenn es bei Ihnen schon flächendeckend ist? Frau Zülke, ich habe davor überhaupt nichts Angst, ja. Ich sage einfach, dass ich sage, generell, das jetzt zuzusagen an der Stelle, das mache ich auch das ist mir einfach in dem Sinn zu wenig. Nochmal, um darauf einfach nochmal einzugehen. Ich bin sehr dafür, dass jede Form der Mobilität ihre eigene Struktur erhält. Finde ich auch wichtig, ja, weil es auch genau dazu führt, dass es ein gleichberechtigtes Vorankommen ist. Herr Besinger hat es gesagt, gerade auch im innerstädtischen Bereich, wird das Fahrrad ja auch immer wichtiger, beziehungsweise wurde vorhin auch schon genannt, ist ja omnipräsenter. Nur generell zu sagen, ich möchte da dann schon eine gewisse Prüfung haben, anstatt einfach generell zu sagen, wir gehen zurück auf Tempo 30 und wir haben nochmal im Bereich, gerade im ländlichen Raum, ist es so hier, auch in anderen, in vielen Kommunen, ist das Tempo 30
eigentlich die Zonenanzahl, die schon deutlich häufiger vorkommt. In meiner Heimatgemeinde gibt es noch zwei Straßen, wo 50 gefahren wird. Wenn man im Landkreis rumschaut, ist das ähnlich ausgebaut. Aber gerade im städtischen Bereich, wo es noch Durchfahrtsstraßen gibt etc., da würde ich dann schon an manchen Stellen schon noch 50 behalten und sehe da auch noch eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter. Ja, aber wäre es nicht menschlicher zu prüfen, wo ich 50 erlauben kann, und nach der Prüfung wird schnell gefahren, wie umgedreht jetzt zu sagen, naja, ich prüfe nur, wo ich langsam tolerieren kann und nehme das halt mal hin, dass bis dahin noch ein paar Leute totgefahren werden. Jetzt, also ich glaube, wir sind uns alle einig in dem Ziel, dass es bei der Vision Zero. Also es ist ja, es ist überhaupt keine Frage. Und deswegen, vielleicht nochmal eine Erklärung, Vision Zero, ja. Also für diejenigen, ich glaube, wir sind alle fast Experten, auch in den Chatfunktionen hat noch niemand die Frage gestellt. Ich will es trotzdem nochmal klar machen. Vision Zero heißt, dass möglichst niemand zu Schaden kommt und vor allen Dingen sein Leben nicht verliert. Und das in der gesamten Mobilität, also vom Individualverkehr motorisiert bis zum kleinsten Fahrrad oder E-Scooter. Ja. E-Scooter ist auch noch ein Thema, das hier im Chat übrigens gerade erwähnt wurde. Entschuldigung, wenn ich die Diskussion kurz mal aufweite. Ja, genau, geben Sie mir noch 10 Sekunden und dann, wie gesagt, ich weiß, dass die Diskussion sehr viel bei mir war. Ich möchte es einfach nochmal ganz kurz dahingehend zusammenfassen, dass ich dieses generelle Tempo 30 Limit, dass es für mich Orte gibt, wo es vielleicht auch kein Fahrrad, wo es noch keinen Fahrradweg gibt, wo ich sage, wenn es ihn jetzt noch nicht gibt, muss ich die Straße nicht direkt auf Tempo 30 drosseln, sondern ich kann auch parallele Radwegstrukturen, ich kann die Wegführung auch einfach ganz anders gestalten, dass ich nicht sagen muss, die Straße wird sofort von 50 auf 30 gedrosselt, sondern ich kann dieses Stück quasi durch bereits bestehende Wege umgehen, um mich dann im Nachhinein mit einem Fahrradweg daran anzugleichen und trotzdem keinen großen Umweg damit habe. Also das ist gerade auch innerstädtisch möglich. Können wir gerne noch weiter. Ich lasse jetzt mal auch, wie gesagt. Ja, ich will ja auch den Druck nicht erhöhen auf Sie, aber also das macht für mich jetzt in meinen Augen wenig Sinn zu sagen, okay, wir hängen kein Schild hin und reduzieren auf 30, sondern wir bauen lieber aufwendig irgendwo anders einen Umweg. Aber ich will die Diskussion jetzt wirklich gerne auch. Es geht um die Führung von bestehenden Strukturen. Herr Gastel. Also da würde ich jetzt auch gerne noch mal was dazu sagen. Ich habe das jetzt gerade nicht ganz verstanden, was der Kollege gemeint hat. Aber ich finde, ein Grundproblem ist ja, dass die Kommunen häufig gar nicht selber entscheiden können, weil es sich um Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen handelt. Und dann ist es eben leider rechtlich sehr kompliziert. Und ich finde, eine Mindestforderung muss sein, dass die Kommunen eigenständig über die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts entscheiden können sollen, unabhängig davon, wie diese Straße gewidmet ist. Also sprich, ob es eine Bundes- oder Landes- oder Kreisstraße ist, darf keine Rolle spielen. Der jeweilige Ort, die jeweilige Kommune soll darüber entscheiden können. Weil ich sag mal, wer soll denn das besser beurteilen können, was eine angemessene Höchstgeschwindigkeit ist, wenn nicht eine Kommune? Also da in Berlin oder im Regierungspräsidium ist man da relativ weit weg vom konkreten Fall. Und Tempo 30 ist eben sehr schnell umsetzbar, anders als leider die Infrastruktur. Frau Schwarzel-Lesutter, vielleicht mal kurz sozusagen aus Ihrer Perspektive. Sie arbeiten ja in gewisser Weise auch, nicht nur in gewisser Weise, sondern konkret in dem Ministerium. Das hat jetzt mit Verkehr natürlich nicht viel zu tun, es geht hauptsächlich um Umwelt. Aber da vielleicht die Frage, die vielleicht auch Herrn Gastel interessiert, also neue bauliche Maßnahmen haben ja auch viel mit Naturschutz zu tun. Also gerade wenn wir jetzt über Wege reden und die Frage von, wie bauen wir neue Verkehrsinfrastruktur auch in Bezug auf Radwege. Die Grünen kommen da in einen Konflikt. Wie stehen Sie da im Ministerium dazu? Naja, der Konflikt ist tatsächlich am Ende des Tages vor Ort. Ich nehme jetzt mal so einen Radschnellweg. Das Regierungspräsidium plant es. Und ich glaube, wichtig ist dabei, dass man ganz frühzeitig die anliegenden Kommunen beteiligt, die Bürgerinnen und Bürger beteiligt, auch eigentlich aufzeigt, welchen zusätzlichen Gewinn sie durch so einen Radschnellweg haben, um so eine Akzeptanz zu schaffen und nicht so herzukommen, so wie man früher Straßen gebaut hat und jetzt wird da die Straße gebaut und dann ist es so und dann gibt es die Bürgerinitiativen, sondern einen Prozess auch in Gang bringt. Wir im BMU legen immer einen großen Wert auf Partizipation, also sprich wirklich früh die Stakeholder mit beteiligen und wenn ich bin überzeugt, diese Verkehrswende, diese Mobilitätswende gelingt auch nur, wenn wir das hinkriegen, dass die Leute da mitmachen, auch mitmachen wollen. Und das ist immer dann der Fall, wenn sie dafür auch einen Vorteil sehen. Und wenn sie sehen, da komme ich
sicher und heil und meine Kinder kommen sicher und heil auf diesem Radweg dort an, dann sind die auch bereit, den Radschnellweg vor ihrem Grundstück entlang laufen zu lassen. Ja, das gibt dort Diskussionen, aber das ist lösbar. Und Artenschutz und Bundesnaturschutzgesetz hat natürlich entsprechend den Rahmen. Aber ich meine, wir bauen Straßen, wir bauen Autobahnen, wir haben Ausgleichsflächen, wir nehmen Ausgleichsmaßnahmen. Was für die Straßen möglich ist, ist auch für Radschnellwege und für Radwege möglich. Es gibt ja mittlerweile 7 Radprofessuren in Deutschland. Die Professoren und ProfessorInnen vor allen Dingen äußern sich auch ganz oft zu dem Thema. Eine zitiere ich mal, Angela Franke, die sagt, empfinden die Menschen viel Stress beim Radfahren, werden sich für ein anderes Verkehrsmittel entscheiden. Das ist ja auch ein großes Thema, das Thema Sicherheit der Radfahrer als mutmaßlich schwächstes Glied in der ganzen Kette. Jetzt gibt es ja den nationalen Radverkehrsplan 3.0. Ich finde, allein das Wort kann man gar nicht deutlich genug in die Mitte stellen. Es hört sich unglaublich an. Konkret geht es um unglaublich viele Einzelmaßnahmen und es geht im Grunde um 1,46 Milliarden Euro, die in den Radverkehr gesteckt werden sollen. Das klingt jetzt erstmal alles gut. Angeregt und auch präsentiert wurde das Ganze von Herrn Scheuer. Hätte man gar nicht erwartet, um es mal ein bisschen spitz zu formulieren. Aber Herr Gassel, wie ist es, wie sehen Sie das? Kann es sein, dass ausgerechnet Minister Scheuer Sie jetzt quasi in Ihrem Markenkern überholt hat als Grüne? Also man muss ja mal vielleicht Folgendes sagen, ich bin ja jetzt seit 8 Jahren im Bundestag und in der letzten Legislatur war ich auch für den Radverkehr zuständig. Als ich angefangen habe in der Bundespolitik vor 8 Jahren, da war das immer so, dass das Bundesverkehrsministerium gesagt hat, Radfahren finden wir irgendwie toll, aber das ist alleine Sache der Länder und der Kommunen. Wir hatten damals dann ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis dieses Rechtsgutachtens ist es gewesen, dass es entscheidend auf den Bund ankommt, auch mit dem Radverkehr Klimaziele, die ja der Bund beschlossen hat und nicht die Länder zu erreichen. Und dass zweitens es auch entscheidend auf den Bund ankommt, wenn es um das Thema Verkehrssicherheit geht. Und da kann dann der Bund nicht sagen, dann sollen die Länder für die Verkehrssicherheit sorgen, wenn der Bund die entsprechenden Maßnahmen gar nicht ermöglicht. Und das war dann schon ein Stück weit auch der Zeitpunkt für den Paradigmenwechsel. Der hat dann etwa in der Mitte oder gegen Ende der letzten Legislatur eingesetzt und hat sich auch fortgesetzt. Also ich würde mal so sagen, man ist da extrem schlecht und schwach gestartet mit einer völligen Verweigerung gegenüber dem Radverkehr und ist da inzwischen an einem Punkt, wo man in der Tat deutlich weitergekommen ist, aber natürlich immer noch nicht weit genug, denn es ist eben immer noch viel mit Aktionismus verbunden, mit Projektförderung, mit befristeten Mittelerhöhungen. Das hatten wir ja vorhin schon. Man braucht da einen längeren Atem und auch eine verlässliche Finanzierungsgrundlage durch den Bund, damit überhaupt was geht, weil man halt auch Vorlaufzeiten hat für die ganzen Planungen. Und es gibt eben auch viele Dinge, die überhaupt nicht gelaufen sind oder wo man auch mal eine Rolle rückwärts reingelegt hat. Also ich erinnere beispielsweise an das Thema Schutzstreifen außerorts. Da hat es Testversuche gegeben, die überwiegend positiv beurteilt wurden und realisiert werden sie trotzdem nicht. Die wurden sogar wieder zurückgebaut, diese Tests. Einrichtungen. Natürlich ist es besser, einen getrennten Radweg anzulegen außerorts, aber auch das geht eben nicht immer. Also das heißt, es gibt durchaus Fortschritte, aber die sind jetzt bei weitem nicht so groß und vor allem, es wird eben nicht im Netz gedacht und wie gesagt, die Straßenverkehrsordnung, und da gehört ja auch die Frage Tempo 30 dazu, die ist immer noch sehr aus der Perspektive der Windschutzscheibe gedacht und geplant, so von wegen Flüssigkeit des Verkehrs und damit ist aber dann der Kfz-Verkehr gemeint. Ich möchte, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, auch flüssig unterwegs sein, ja, und ohne, dass mir an jeder Kreuzung der Puls hochgeht, weil ich nicht weiß, wie ich da jetzt legal und trotzdem mit dem Gefühl einigermaßen sicher zu sein, darüber komme. Also das heißt, da ist noch eine ganze Menge zu tun. Es gibt von der Bundesregierung zum Beispiel die Zahlen, wonach sich 44% der Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, unsicher fühlen. Und das sind wirklich Alarmglocken, die da schrillen. Wenn man mehr Menschen fürs Radverkehr gewinnen möchte, dann muss man vor allem das Gefühl von Sicherheit, aber natürlich auch die objektive Sicherheit verbessern. Denn wer nutzt schon eine Radverkehrsinfrastruktur, wenn man sich da sicher fühlen muss? Wir müssen mehr an diejenigen denken, wie Kinder oder auch ältere Menschen und auch an diejenigen, die nicht super geübt sind und nicht alles irgendwie an schnellen Radrennfahrern ausrichten.
die halt dann auch mal auf der Fahrbahn fahren. Also wir müssen Herr Gastel, da noch Herr Gastel ist also immer noch unzufrieden, sozusagen, das verstehe ich auch. In die Wege geleitet worden, aber der Mut, wirklich umzudenken, die Verkehrswende einzuleiten mit der Stärkung des Radverkehrs, geht noch lange nicht weit genug. Sie lassen sich nicht aufhalten, das nötigt mir Respekt ab. Also Herr Gastel ist noch unzufrieden. Frau Schwarzulio-Sutter, welchen Anteil, Sie sind ja quasi, es ist eine große Koalition, nicht wahr? Welchen Anteil haben Sie denn am nationalen Radverkehrswegeplan 3.0? Jetzt habe ich ein Wege mit reingebaut, aber gut, also. Also ich glaube, dass gerade das SPD-geführte Bundesumweltministerium da eine ganze Menge vorgelegt hat. Und ich finde es eigentlich lustig, wenn Herr Gastel dauernd sagt, was alles da falsch gemacht wird. Und ich denke dann immer, ja, was machen wir denn jetzt? Was muss denn jetzt getan werden? Sagen Sie es mal konkret. Und was hat Baden-Württemberg? Wo setzen Sie sich denn durch gegen das Verkehrsministerium? Moment, das ist doch die entscheidende Frage. Gastel, darf ich ausreden? Und ich mir dann schon mal vorstelle, und was macht denn jetzt Baden-Württemberg auf seinen Straßen? Wir haben ja auch noch ein paar Landesstraßen, ja. Und bei mir machen sie manche Straßen einfach zu, so im Albtal oder so. Also ich muss da schon auch mit fertig werden. Nein, der Punkt ist tatsächlich, es gab ja auch im Vorfeld des Klimaschutzgesetzes bestimmte Arbeitsgruppen, und wo ganz klar war, dass es so nicht weitergeht und dass es unterschiedliche Maßnahmen gibt. Jetzt hatten wir zwar Corona und der Verkehrsbereich hat es jetzt geschafft, das 2020-Ziel, aber das ist kein Selbstläufer. Und deswegen ist es wichtig, dass da kann man jetzt diesen nationalen Fahrradwegeplan durchaus mal als Ziel ins Auge fassen. Aber konkret heißt es, jedes Jahr wird kontrolliert, ob die Klimaschutzziele erreicht wurden. Und da spielt der Radverkehr eine große Rolle. Das ist ein riesiges Potenzial und sehr günstig, also im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen. Ich will aber auch nochmal dafür werben, ich glaube, wenn wir eine Mobilitätswende hinkriegen wollen, dann geht das nicht nur so Autofahren gegen Radfahren und Radfahren gegen das Autofahren, E-Mobilität gegen Fossil, sondern wir brauchen wirklich einen integrierten Ansatz, und dabei müssen wir schon dieses Potenzial vom Radverkehr nutzen. Das heißt nicht nur bei der Radinfrastruktur, und da würde ich jetzt nochmal sagen, auch beim Bund, diese Herausforderungen, was auch Frau Zülke vorhin beschrieben hat, sie kommen an die Brücke und auf einmal ist der Radweg weg. Also bei Brücken heißt es auch, bei Bundesstraßen in Zukunft muss der Radweg mitgedacht werden oder soll mitgedacht werden. Ich finde eigentlich, dass er muss und nicht nur kann. Solche Dinge sind einfach mit in diese Infrastrukturplanung generell mit einzubeziehen. Sonst wird es nichts. Und deswegen glaube ich auch, geht es jetzt nicht hier nur so um Bund. Es ist nett, Herr Gastel, dass Sie das immer mit dem Bund, also Sie regieren jetzt in Baden-Württemberg seit über 10 Jahren. Also ich kann Ihnen sagen, meine Verkehrssituation auf dem Land im ländlichen Bereich ist jetzt da nicht so wahnsinnig viel besser geworden. Und wenn es da Geld gibt, dann nehmen das die Grünen immer gern. Ich sage da wie nur Tübingen und um den Bahnhofplatz und anderes und Radverkehr. Wir brauchen wirklich diese Leitstelle, nationale Leitstelle für Mobilität, die muss das miteinander verknüpfen, wie ich das vorhin auch schon mal gesagt habe. Das nützt uns nichts, wenn wir uns jetzt gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben, sondern wenn man das schaffen will, muss man an einem Strang ziehen. Dann fand ich ganz interessanter, und ich will es nochmal auch da von dem Aspekt, von der Seite auch sehen, Frau Züge, Sie haben vorhin gesagt, wie ist es auch mit Ihrem Lastenfahrrad? Ja, wir brauchen auch eine inklusive Mobilität insgesamt. Also man darf das auch nicht außer Acht lassen. Wir haben unterschiedliche Verkehrsteilnehmer, wir brauchen eine inklusive Mobilität. Und bei den Tempo 30 habe ich nur gedacht, ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass mancher Radfahrer bei mir an meiner Seite vorbeipfeift. Vielleicht bin ich da einfach zu langsam, aber gefühlt würde ich mal sagen, er ist so knapp über 30 drüber. Also auch da heißt es nochmal so, wie gehen wir miteinander um und wie kriegen wir das gemeinsam hin? Und das Ganze muss dann auch finanziert werden. Also Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist sicherlich ein großes Thema. Typus Radfahrer, darüber kann man sprechen. Kleine Anekdote auf dem Weg hierher, wurde ich auch rechts überholt von einem Radfahrer. Ich stand, weil ein Autofahrer rückwärts einparken wollte und der Radfahrer fuhr ganz schnell noch, bevor das Auto einparken konnte, da durch die kleine Lücke. Sowas kommt auch vor. Der Typus Radfahrer kämpft, ist ja auch im Grunde eine Kämpfernatur. Das ist aber auch in gewisser Weise gezwungenermaßen, weil eben die Infrastruktur nicht passt. Frau Züke, Sie haben ja im Grunde diesen nationalen Radverkehrsplan 3.0 in der ersten Reaktion in gewisser Weise gelobt. Der ADFC fand gut, dass da mal was passiert. Und dann haben Sie sich genauer angeguckt. Und nicht umsonst haben Sie jetzt
im Grunde mehrere Punkte selber vorangebracht, weil Sie ja auch die Dringlichkeit erkennen. 2021, 2030, da bleibt überhaupt nicht mehr viel Zeit. Ich nenne jetzt mal 3, 4 Punkte und vielleicht können Sie mal uns kurz sagen, warum Sie damit unzufrieden sind. Also fangen wir mal mit dem Geld an. 1,46 Milliarden klingen erstmal gut. Aber ich glaube, da gibt es trotzdem noch was zu tun, vor allen Dingen auch, weil das Geld alleine nicht reicht. Es geht auch um die Frage Bund-Länder, das klang schon an, also die Frage, wie kriegt man das verzahnt. Es geht um Personal, Fachkraft, die sich damit auskennen und es geht auch um die Frage von Strategie und Planung im Radverkehr. Vielleicht können Sie das noch mal kurz zusammenfassen. Also diese 1,4 Milliarden sind ja über einen Zeitraum von 4 Jahren. Wie es danach weitergeht, weiß man nicht. Also da geht es um die Kontinuität der Förderung. Zum Thema Bund-Länder. Wir haben ja jetzt in Baden-Württemberg das Glück, dass das Land relativ viel schon die Rahmenbedingungen geändert hat und sich hier was bewegt. Es gibt andere Bundesländer, wo sich noch gar nichts bewegt. Also da müsste der Bund auch zusehen, dass er mit den Ländern einen Vertrag macht, dass alle Länder sich kümmern müssen, dass der Radverkehr gefördert wird. Und dann muss der Bund sich eben um die Themen kümmern, wo der Bund in der Verantwortung ist. Und das ist ganz klar in der Verkehrssicherheit. Und sie müssen auch die Gesetzgebung, also sowohl Straßengesetz als auch Straßenverkehrsordnung, aber auch die ganzen Regelwerke. Das zentrale Regelwerk für die Anlage von Radverkehr, von Radverkehrsanlagen, die sogenannte ERA, die wird von einem Verein ausgetüftelt. Und da ist überhaupt nicht klar, was für politische Prämissen dahinter stehen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich eine technische Richtlinie mache, um auf jeden Fall die Menschen zu schützen oder um auf jeden Fall den Radverkehr voranzubringen oder ob ich die Prämisse habe, dass ich Radverkehr nur so weit ausbaue, dass es den Autoverkehr nicht stört. Deswegen müssen solche Regelwerke vom Staat gemacht werden und wirklich klar, transparent gemacht werden, was ich mit den Regelwerken für Ziele habe. Also der Bund hat da über die ganze Breite der Themen noch ganz viele Baustellen, wo ganz viel getan werden muss. Und worüber wir heute Abend noch gar nicht gesprochen haben, wir müssen uns als Gesellschaft auch überlegen, wollen wir nur den Radverkehr fördern oder wollen wir den Autoverkehr zurückdrängen? Frau Schwarze-Lösutter, Sie hatten vorhin gesagt, ganz klar, Verkehr muss integrativ sein. Aber gerade das Fahrrad ist ein extrem integratives Verkehrsmittel. Ich brauche die Sprache nicht zu verstehen, ich brauche kein Geld, ich brauche den Führerschein nicht zu bestehen und ich kann trotzdem von A nach B kommen. Und wenn man Radverkehr fördert und Autoverkehr zurückdrängt, braucht man nicht an die doch nicht so arg vielen wirklich gehbehinderten Menschen zu denken, die in irgendeiner Form motorisiert an ihr Ziel kommen müssen, sondern man muss an die Leute denken, die zum Fußballtraining mit dem Auto fahren und zwar völlig selbstverständlich. Und die, wenn sie meinen, beim Bäcker einkaufen zu gehen, gnadenlos auf dem Radweg parken oder auf dem Gehweg parken. Und da müssen wir zusehen, dass wir Regeln, die es gibt, glasklar durchsetzen im Sinne eben der Verkehrssicherheit. Und wenn sich die Leute dann mit dem Rad sicher fühlen, dann fahren sie auch. Ist sicherlich auch ein Thema für die Radfahrer selbst, wenn wir sozusagen einen Elektromobilität-Radfahrer sozusagen unterstützt, neben Frau Schwarze-Lösutter, bei allem Respekt für ihre sportlichen Fähigkeiten, aber ihr Fahrrad sozusagen im Vergleich, da sind ja dann auch schon Leistungsunterschiede, einfach allein durch die Infrastruktur. Darüber müsste man wahrscheinlich auch mal sprechen, oder Frau Züke, dass sozusagen die Harmonisierung des Radverkehrs auch in Bezug auf die Elektromobilität eine Möglichkeit findet, oder wo sehen Sie da eine Lösung?
Na, die Spreizung ist beim Radverkehr von vornherein total groß. Wenn Sie an einen Rennradler denken, der auf dem Ebenen auch 50, 60 erreichen kann, die Spreizung haben wir völlig ohne Elektromobilität. Die Pedelecs werden nach 25 nicht mehr schneller. Also das ist geschwätzt. Was wir brauchen, ist eine Infrastruktur, die dafür taugt. Und das heißt ganz klar, die Radfahrer müssen sich gegenseitig überholen können. Und die bisherigen Regelwerke sehen das nicht wirklich vor, dass jederzeit diese Überholmanöver möglich sein müssen. Und möglicherweise brauchen wir auch eine komplett andere Aufteilung des Verkehrsraums, weil ich sehe völlig klar, es gibt ein paar wenige Radfahrer, die sind bei den Fußgängern eigentlich gut aufgehoben. Und es gibt eine Menge Radfahrer, die brauchen diesen Zwischenbereich, also nicht bei den Fußgängern und nicht bei den Autofahrern. Und dann gibt es Radfahrer, also wenn ich an einen Trupp Rennradler denke, die können problemlos auf der Straße mitfahren, die würden ja Fußgänger ja nur erschrecken, wenn die mit 40, 50 da durch die Gegend brettern. Aber das ist ein Problem, was man nicht so auf die Schnelle lösen kann. Tatsächlich belegt ja auch eine Studie, mit mehr Radwegen entsteht auch deutlich mehr Radverkehr. Das heißt also, und je mehr Menschen Rad fahren, desto deutlicher wird es auch. Ich kann nur noch mal Karlsruhe als Beispiel anführen. Die ersten Wege, die ich hier gefahren bin, und ich bin eigentlich ein ganz versierter Radfahrer, musste ich mir erstmal an diesen fließenden, schnellen Radverkehr gewöhnen, aber das geht ganz schnell. Herr Cipelius, ich sehe, dass Sie relativ entspannt der Diskussion lauschen. Eigentlich müssen Sie doch ganz wichtig die Dinge mitschreiben, damit Sie mit Ihrem sozusagen Schwesterparteikollegen Scheuer dann mal demnächst besprechen können, wo es noch hapert im nationalen Radverkehrswegeplan. Das ist doch sozusagen auch ein Stück weit Ihr Ziel, wenn Sie dann Bundestagsabgeordnete sind, solche Dinge auch noch mal zu konkretisieren, oder? Ja, ist Geschichte. Also, wie bitte? Er hat gesagt, Scheuer ist bald Geschichte, war seine Aussage. Erstmal dahin, also jetzt erstmal dahin gehen. Ich höre gern zu, ja, ist ja auch eine wichtige Eigenschaft in der Politik, einfach mal zuzuhören. Ist ja auch eine sehr angeregte Diskussion hier, ne? Kann man ja auch mal sagen. Also deswegen kann man auch einfach mal sich mal dahingehend stumm schalten und dann einfach zuhören. Und weil Sie das vorhin gesagt hatten, Herr Besinger, dass man es dem Herrn Scheuer nicht unbedingt zugetraut hätte. Ich meine, gut, Herr Gastel, wir sind im Wahlkampf und dass Sie da ein bisschen drauf rumtrampeln müssen, das ist okay, das gehört dazu, nehmen wir alle mit. Alles in Ordnung, muss ich dann auch immer schmunzeln, weil das ist ja auch das Privileg der Opposition, dass sie quasi kritisieren kann und fordern kann in Hülle und Fülle und nicht liefern muss. Und das ist auch alles in Ordnung. Nochmal konkret zurück auf meine Frage. Ja, genau. Also mal angenommen, wir lassen jetzt mal Herrn Scheuer und seine Zukunft außer Acht, ist die Frage, wie gehen Sie jetzt mit den Impulsen um, die Sie gerade gehört haben, und ist es sozusagen, was machen Sie da draus? Also wie es, würde ich sagen, für mich ist, ich habe in der Diskussion nämlich auf jeden Fall sehr, sehr viel mit. Ich habe auch, ich meine, es ist die Regierungskoalition, es ist eine große Koalition, also ich kann da auch was hier teilweise gesagt wurde, auch von Frau Schwarz für Sutter, habe ich gerne das ein oder andere mitgenommen, wo ich sagen kann, da sind wir uns sicherlich sehr nah. Und ich glaube, das generelle Ziel ist ja, was man auch heute heraushört, dass man ja in der Mobilität der Zukunft auch eine gewisse Harmonisierung erfährt. Und das ist auch der Punkt, weil Sie es vorhin angesprochen hatten, wenn bei mir zum Beispiel nicht explizit der Fahrradverkehr steht. Also meine Homepage ist jetzt nicht 16 Seiten lang, deswegen kann ich nicht explizit auf jeden Punkt eingehen, aber wenn ich von der Mobilität der Zukunft spreche, dann ist es bei mir immer so, dass ich sage, so wie sich die Individualmobilität im Bereich des Autos, also nicht nur die klassische Motorisierung des Verbrenners, sondern auch in Richtung E-Fuels, Wasserstoff, Batterie, persönlich fahre ich ein Elektroauto, ja, dahingehend fortentwickeln muss, dann sage ich auch, dass ich im Bereich ÖPNV auch im Fahrradverkehr viel entwickeln muss, weil ich da diese Harmonisierung für mich gerne haben möchte. Ja, also wenn Sie also, so ja, klar. Sie haben keine lange Homepage, das habe ich verstanden. Das ist auch gut so, dass Sie die wesentlichen Punkte zusammenfassen. Vielleicht schleicht sich ja nach dem Abend auch das Fahrrad irgendwo auf diese Schwerpunktsetzung. Ganz klar, aber wir haben auch, weil Frau Schwarze, weil Frau Zülke es angesprochen hatte, wir haben, also klar, es geht ja hier auch um eine Verschärfung in der Straßenverkehrsordnung. Wir hatten ja aber auch gerade in der jüngsten Vergangenheit erst weitere Verschärfungen. Das heißt nicht, dass es damit getan ist oder dass man in einer neuen Legislatur nicht darüber sprechen muss, sondern das ist ja die Aufgabe der Politik. Aber und auch gerade dahingehend im Ministerium unter Andreas Scheuer
wie gesagt, es wurden Verschärfungen dahingehend vorgenommen. Er ist, glaube ich, regelmäßig steht er als Pate für den Fahrradverkehr. Deswegen, ich finde, das kann man da auch, ja, Herr Gastel schüttelt jetzt den Kopf. Aber, also ich habe ihn mit einem Elektroroller habe ich ihn gesehen. Mit dem Fahrrad habe ich ihn. Mit dem Fahrrad sieht man ihn auch sehr häufig, meistens mit sehr bunten Helmen. Ja. Aber ich möchte den. Es ist ja gerade auch beim Thema, nochmal, um darauf weiter einzugehen. Es ging ja auch gerade um das Thema. Da wurde er auch dafür kritisiert, als er das Thema Helm tragen, als er darauf hinweisen wollte, dass man doch beim Fahrradfahren, dass der Helm elementarer Bestandteil des Fahrradfahrens sein soll. Wurde er für die Kampagne kritisiert. Ich meine, das Wie, das ist für den einen sicherlich Geschmackssache, aber das lässt sich ja sicherlich nicht wegdiskutieren. Herr Cipelius, ganz kurz, weil das ein Thema war, das Frau Tümpel noch angebracht hat und ich finde das wichtig, das nochmal konkret zu konkretisieren. Es geht nicht um, Sie sprachen von einer Harmonisierung der verschiedenen Mobilitätsformen. Die Forderung oder die Idee des ADFC ist, das Auto zurückzudrängen, sozusagen die Bedeutung des Autos zu reduzieren, zugunsten von anderen Mobilitätsformen. Jetzt steht. Aber Herr genau, Herr Besinger, und da antworte ich auch gerne sehr klar drauf. Weil ich finde, es ist das Wesen von Politik zu vermitteln. Und natürlich hat Frau Züke hat ihre Interessen, und die verstehe ich auch absolut. Aber für mich geht es auch darum, jetzt nicht eins gegen das andere auszuspielen. Und da komme ich nochmal, der eine oder andere kann es vielleicht nicht hören, aber da komme ich auch nochmal auf den ländlichen Raum zu sprechen. Und da ist das einfach ein Unterschied. Und wenn Sie das, und das muss man auch immer wieder sagen, als Beispiel, wenn Sie das mitbekommen als Gemeinderat oder als Kreistag und wenn es Infrastrukturprojekte gibt und Straßenmodernisierung etc., dann können Sie die Uhr danach drehen. Ich hatte es dieses Jahr im heimischen Gemeinderat zweimal. Straßenbaumodernisierungsmaßnahme, Informationsveranstaltung mit der Bevölkerung. Und es sind circa 20 Anwohner da. Und die erste und einzige Frage von den Anwohnern, die kommt, ist, was passiert mit meinem Parkplatz vor der Tür? Und es das möchte ich gerade nochmal drauf eingehen. Ich bin sehr dafür, wirklich, dass eine gleichberechtigte Teilhabe am Verkehr und da Fahrrad, ÖPV etc., Fahrradausbau, starker Fahrradausbau. Ja? Wie gesagt, habe selbst dafür in verschiedenen Kommunalparlamenten geworben. Sehr. Aber die Frage ist, wo drängt der Fahrradverkehr das Auto zurück? Sinnvollerweise. Und da kann man absolut darüber sprechen. Aber dass man einfach generell davon spricht, dass das Fahrrad für die Zukunft den Autoverkehr in allen Lebenslagen zurückdrehen, das halte ich einfach für unwahrscheinlich, weil wir da... Es gibt tatsächlich Studien, neutrale Studien, die sozusagen sagen, dass 60% der Autofahrer, wenn sie könnten, das Auto stehen lassen würden und das Fahrrad nehmen. Und da geht es nicht ich verstehe das sehr gut und ich kann mir das auch vorstellen. Aber es gibt einfach Situationen und gerade im ländlichen Raum, da braucht man das Auto oder andere Formen und da kann man den Weg mit dem Fahrrad nicht bestreiten. Das geht sehr gestaltlich. Sie haben vorhin den Weg zum Sport erklärt. Gerade im Amateursport ist es auch häufig der Fall, dass man Amateursport über 4-5 Gemeinden hinweg betreibt. Und dann kann man das nicht einfach mit dem Fahrrad machen, wenn man von der Arbeit direkt zum Sport fährt. Ich muss da noch mal kurz was dazu sagen. Die Zahlen aus der Mobilitätsanalyse 2017 haben ganz eindeutig gesagt, auch im ländlichen Raum ist die Hälfte aller Wege unter 5 Kilometer. Ja? Ja, und wir reden nicht von den langen Wegen, wir reden von allen Wegen. Und da habe ich auf dem Land kurze Wege, die ich mit dem Fahrrad ersetzen könnte. Und ich habe in der Stadt kurze Wege, die ich mit dem Fahrrad ersetzen könnte. Da sind wir uns einig. Und ich habe auch nicht von den Amateur-Auswärtsspielen geredet, wenn ich sage, der Weg vom Sport, sondern ich rede vom Training. Und das ist absoluter Schwachsinn, mit dem Auto 2 Kilometer zum Trainingsplatz zu fahren, vielleicht dann noch in den ersten Stock mit dem Aufzug, habe ich auch schon alles erlebt, nachher in der Fitnessstudio zu trainieren. Und deswegen war meine ganz konkrete Frage, ob Sie sich vorstellen können, dass wir Autoverkehr ganz bewusst zurückdrängen. Natürlich macht es sich nicht von alleine, sondern wollen die Politiker das oder wollen die das nicht? Und das würde ich gerne von allen drei hören. Ganz einfach, kurze Antwort. Ich kann mir vorstellen, wir reden von kurzen Wegen, selbstverständlich, bin ich auch voll bei Ihnen. Und dass man bei kurzen Wegen häufiger das Fahrrad nehmen sollte, verstehe ich. Und dass man dahingehend eine Fahrradinfrastruktur ausbauen sollte, verstehe ich, absolut.
Aber was Sie gerade Schwachsinn sagen, nochmal, ich habe nicht nur von den kurzen Wegen 2 Kilometer gesprochen. Darum ging es mir nicht. Bei mir ging es auch um weite Wege, wo ich sage, da kann das Fahrrad, das Auto oder was da hinten dran kommt, ich weiß nicht, was in 20 Jahren da stehen wird, aber was da hinten dran kommt, in dem Fall nicht ersetzen. Und da geht es mir nicht um das Wochenendauswärtsspiel, da geht es mir um Leute. Es nicht jeder spielt in seiner Heimatgemeinde, macht da Sport, egal welche Sportart. Und darum geht es mir, dass da das Fahrrad jemanden, der 3-mal die Woche ins Training fährt, nicht ersetzen kann. Auswärts 5, 6 Gemeinden weiter. So, kurze Wege sind wir uns sicherlich sehr nah. Frau Zülke, lassen Sie mich einmal ganz kurz, Sie übernehmen nämlich gerade sozusagen die Verteilung der Runden und die Frage an die anderen, die sozusagen die anderen auch gerne beantworten sollen. Lassen Sie mich kurz feststellen, Herr Tsipilos, das ist ein sehr starker Glaubenssatz, den Sie da präsentieren. Das Fahrrad kann dem Auto nicht das Wasser reichen. Das stimmt nicht. Nein, oh mein. Hier Sie nur. Herr Besinger, bitte. Herr Besinger, nein. Das ist jetzt wirklich irgendwie da gegenseitig ausgespielt. Nein. Ich habe gerade wiederholt, Sie lassen mich auch nicht aussprechen. Das Fahrrad kann dem Auto das Wasser reichen und das Auto kann dem Fahrrad das Wasser reichen. Das ist immer situationsabhängig. Gut, dann nehme ich das jetzt mal so mit. Wir lassen das mal so stehen und wir gehen weiter. Und ich frage eine Vertreterin im Bundestag, die auch im ländlichen Raum oft unterwegs ist, Frau Schwarzelür-Sutter. Wie stehen Sie jetzt zu dieser zentralen Forderung des ADFC, zu der Idee, das Auto zurückzudrängen? Und können Sie der Position von Herrn Tsipilos was abgewinnen oder sehen Sie das ein bisschen anders? Ja, also ich sage es mal so, Frau Züke, ich werde jemanden nicht verbieten können, dass er sein Auto benutzt. Und ich kann nicht vorher fragen, welcher Zweck das ist, dass er jetzt da zum Training fährt oder nicht. Ich finde, unsere Aufgabe ist es, auch den Fahrradverkehr so attraktiv zu machen, dass es die erste Wahl ist. Und es muss die erste Wahl sein. Und das Zweite ist, dass wir Auto fahren, muss ich nicht über so ein Verbot, weil ich das gar nicht kontrollieren kann, wer was mir sagt, wohin er fährt, zu welchem Zweck. Aber wir machen Autofahren natürlich mit fossilen Brennstoffen teurer. Wir haben eine CO2-Bepreisung eingeführt. Und ich finde, das sind Mittel und Versuche und Instrumente, wie wir zu einer nachhaltigen Mobilität und wie wir zu mehr Klimaschutz kommen. Und das halte ich für wichtig. Und jetzt zu sagen, verdrängen wir oder verdrängen wir nicht, ja, das ist jetzt plakativ, aber ich glaube, wenn Sie wirklich alle, und wir brauchen alle im Boot für Klimaschutz, dann muss es gelingen und dieses Gelingen muss ich die mitnehmen. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir sagen, mehr Infrastruktur, mehr Radinfrastruktur, mehr Raum für den Radverkehr, auch das haben Sie auch vorhin angesprochen und da bin ich auch mit dabei, dass es natürlich auch sein muss, dass man im Radverkehr sich auch begegnet, dass man überholen kann. Das sind wichtige Punkte. Und da haben wir ja ganz zu Beginn auch nochmal die Kommunen angesprochen gehabt. Muss man die Kommunen zwingen? Also wir reden über Kommunen zwingen, wir reden jetzt über verbieten oder nicht verbieten. Kann man alles machen. Aber die Frage ist, ob wir da schnell und auch mit vielen, die da teilnehmen, dann zum Ziel kommen. Ich finde, dass wir in den Kommunen, die wir mit in, und haben ja schon viele, mit ins Boot holen. Mal ganz am Rande, meine Kommune Lauchringen hat seit, glaube ich, über 20 Jahren Tempo 30 innerorts, außer auf der Bundesstraße, da ist 50, funktioniert es. Wir haben Möglichkeiten geschaffen, dass es quasi ein kreuzungsfreier Radverkehr auf dem Schulweg zu den weiterführenden Schulen im nächsten Ort gibt, eine Unterführung. Das kann man machen. Natürlich ist die Kommune, die finanziell vielleicht ein bisschen besser gestellt ist oder die weiß, wo es Töpfe gibt, besser aufgestellt. Ich will aber auch nochmal dafür werben, dass wir in dem Paket jetzt Klimaschutzprogramm, Konjunkturprogramm auch wirklich finanzschwache Kommunen mit an Bord holen. 100% Förderung. Mann, da muss man doch jetzt zugreifen und es umsetzen. Wir fördern die Klimaschutzmanager, die geben die Konzepte. Ich frage mich mal, wo liegt es eigentlich oder wo hapert es noch dran, dass man jetzt das tatsächlich umsetzt, weil es gibt hoffentlich nach allem nur noch wenige Gestrige, die den Klimaschutz oder den Klimawandel immer noch leugnen. Die Voraussetzungen da, und ich glaube auch keine Partei wird sich das leisten können, auch in der nächsten Bundesregierung oder in der nächsten Legislatur Klimaschutz hinten anzustellen und der Fahrradverkehr irgendwo nur stiefmütterlich zu behandeln. Nein, der Fahrradverkehr ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz in dem Bereich. Und der ADFC hat es ja vorgelegt,
welche Maßnahmen da sind. Aber ich glaube, dass es uns nicht weiterbringt, wenn wir jetzt darüber diskutieren. Ich würde sagen, ja klar, wir verbieten jetzt demjenigen, der noch zum Fußball fährt, dass er zum Fußball fährt. Da habe ich einfach, da muss ich jetzt sagen, das ist irgendwo am Ende des Tages, gibt es eine große Schlagzeile, aber ob das uns wirklich bis 2030 dann zu dem Ziel führt, das bezweifle ich. Und deswegen finde ich diese Töpfe, die wir da zur Verfügung stellen, das Netzwerk, wo man aufbaut, das ist auch ein gutes Netzwerk, ist wichtig zwischen den Kommunen, das wir auch unterstützen. Wo sind Best-Practice-Beispiele, auch bei uns in Baden-Württemberg, auch bei uns im ganzen Land, wie man entsprechend mit umgeht. Und da gibt es gute Beispiele, gibt es tolle Städte. Und nicht zu vergessen, das, was Sie angesprochen haben, das nationale Mobilitätszentrum, das vielleicht sozusagen auch dazu beitragen kann. Sie sprechen von einem Miteinander und nicht einem Gegeneinander. Das ist auf jeden Fall ein guter Impuls. Aber jetzt lassen Sie mich auch zum Ende unserer Runde nochmal Herrn Gastel schnell fragen, wie sehen Sie das? Diese konkrete Forderung steht ja jetzt im Raum. Wir wollten ja auch diskutieren, das haben wir sozusagen jetzt auch, aber Ihre Stimme fehlt mir da noch. Wie sehen Sie das? Also natürlich muss das Auto zurückgedrängt werden. Anders lassen sich Klimaziele nicht erreichen. Die Ressourcenverschwendung, die Flächenverschwendung. Wir haben in Deutschland 48 Millionen Autos. Und dass man die gleiche Mobilität mit deutlich weniger Autos sicherstellen kann, ist klar. Dazu brauchen wir Maßnahmen auf zwei Ebenen. Die eine Ebene sind die ordnungspolitischen Dinge, also beispielsweise die CO2-Bepreisung. Oder auch beim Dienstwagenprivileg, da werden ja vor allem die großen, schweren, fetten Autos besonders teuer steuerlich gefördert. Das ist vollkommen unsinnig. Das muss viel stärker dann in Richtung von kleineren Fahrzeugen gehen. Klar ist natürlich, dass es Unterschiede auch in Zukunft zwischen ländlicher und städtischer Mobilität geben wird. Das Auto wird in den ländlichen Räumen noch länger eine größere Rolle spielen, als das Auto in den Städten eine Rolle spielen darf. Und neben den ordnungspolitischen Dingen ist eben wichtig, die Alternativen zum Auto auszubauen. Und da kommt es ganz wesentlich neben Bus und Bahn eben auch auf das Fahrrad an. Wir brauchen gute, breite, komfortable, sichere Wege. Wir brauchen durchgängige Wege. Der Netzgedanke, das darf nicht die Unterbrechung geben, wenn es dann an die Kreuzung geht. Dort, wo viel Kfz-Verkehr ist, muss es eine getrennte Radverkehrsführung geben von der Fahrbahn, damit die Menschen sicher unterwegs sind, einheitliche Qualität, gute Ausschilderung, dass man nicht dann irgendwo als ortsunkundige Person dann nicht mehr weiß, wie es entsprechend weitergeht. Auch wetterunabhängige Infrastruktur, also auch regelmäßige Reinigung, auch Winterdienst ist noch ein Thema, das haben wir gar nicht angesprochen. Also es geht darum, eine Infrastruktur zu schaffen, die eine hohe Nutzerakzeptanz findet, die objektiv, aber auch gefühlt es sicher ist, sodass die Menschen das nutzen. Und am Ende steht eben nicht der Verzicht auf irgendwas, sondern der Gewinn an Gesundheit, an Lebensqualität und natürlich auch das Erreichen der so wichtigen Klimaziele. Darauf kommt es an. Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation zeigt auch, dass Radfahrer gesünder sind als sozusagen viele andere Verkehrsteilnehmer, wenn sie nicht gerade wegen unzureichender Radschnellwege dann über den Haufen gefahren werden. Das ist natürlich dann sozusagen die Schwierigkeit. Das sollte ein kleiner Scherz sein. Ich sehe, Sie haben ihn verstanden. Gut. Jetzt wollen wir vielleicht zum Ende der Diskussion noch eine kleine kurze Runde machen. Ich würde mir die Freiheit nehmen, jetzt ein paar Sätze anzuformulieren und Sie bitten, die zu Ende zu bringen. Ich fange mal bei Ihnen an, Frau Schwarze-Lühr-Sutter. Das Fahrrad wird künftig in meiner Politik eine größere Rolle spielen, weil... Weil es wirklich das Wichtigste, eines der wichtigsten Instrumente beim Klimaschutz im Verkehrsbereich ist. Wenn ich das nächste Mal zum Bäcker will, Herr Gastel. Dann gehe ich zu Fuß, weil der Bäcker direkt nebendran ist. Aber wäre er ein bisschen weiter weg, würde ich natürlich das Fahrrad nehmen. Sehr gut. Frau Zülke, wenn Sie die nächste Party planen, was ist dann? Oh, dann kaufe ich wie immer alles mit dem Fahrrad ein. Das ist gar keine Frage. Ich hatte gehofft, Sie laden uns dann alle ein, aber okay, ist in Ordnung. Es sind Zeiten von Corona nicht so wirklich angemessen. Mir geht dieses Bierfahrrad nicht aus dem Kopf, aber gut, alles gut. Herr Zipilius, Deutschland hat dann genug fürs Fahrrad getan, wenn? Wird die prozentualen Anteile an Fahrradfahrern im täglichen Verkehr deutlich gesteigert werden. Und Sie werden dafür auch etwas tun wollen. Ja, das ist doch eine tolle,
Das ist doch eine tolle Aussage. Da freue ich mich drüber. Vielen Dank. Wir hätten noch so viel besprechen können. Es gibt nämlich noch so viel zu tun. Es sind nicht nur die Absichten, sondern es sind auch die konkreten Maßnahmen. Wir hören von Bund-Länder-Koordination. Wir sprechen von Personalausbau. Es gibt zu wenig Leute, die sich damit beschäftigen, mit dem Fahrrad und so weiter und so fort. Und es ist so wenig Zeit. So wie bei uns die Zeit jetzt schon um ist, ist es bald 2030. Wir müssen jetzt was tun. Nur darüber reden reicht wohl nicht, aber ich finde es gut, dass wir heute Abend tatsächlich uns die Zeit genommen haben, darüber zu sprechen. Ich möchte auch nochmal ganz, nicht nur Ihnen am Podium, sondern auch den vielen, vielen Kommentaren danken. Ich glaube, wir sind nicht allen Nutzerinnen gerecht geworden, indem wir nicht alle Fragen direkt beantwortet haben. Vielleicht, Frau Lummer, ich glaube, Sie haben ganz viel auch abgefangen, ne? Kann das sein? Deswegen vielen Dank dafür. Einige der Fragen, die gestellt wurden, sind, glaube ich, auch in der Diskussion aufgegangen und aufgenommen worden. Und ansonsten denke ich, dass es auch immer eine gute Möglichkeit gibt, ins Gespräch zu kommen mit dem ADFC. Und nicht zuletzt, alle heute Beteiligten haben natürlich eine Homepage, auf denen auch ihre Positionen nochmal klar zu lesen sind. Bei Herrn Cifilius vielleicht demnächst auch etwas zum Rat. Und da können Sie natürlich, glaube ich, auch sich vertrauensvoll an die Bundestagsabgeordneten und die, die es werden wollen, auch noch wenden. Also vielen Dank für die angeregte Diskussion heute Abend und dann hoffen wir mal, dass das alles so funktioniert und wir uns auf dem Rat friedlich wieder treffen. Danke für die Einladung. Danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend allen zusammen. Tschüss. Schönen Dank und schönen Abend.